Halleluja. Halleluja. Seid ihr gesegnet? Ihr müsst doch schon gewaltig gesegnet sein, oder bei so einer Anbetung und so einem Lobpreis. Wer von euch hat schon richtig connected und was empfangen vom Herrn? Okay, einige. Das nächste Mal muss ich da jede Hand sehen. Amen. Ich sage euch, wir kommen viel rum. Aber so eine Gegenwart Gottes, mir zittern die Knie wirklich. Wir sind gestern Abend gekommen und gestern Abend war hier lange, lange Lobpreis, eigentlich theoretisch Probe, aber praktisch war es Gegenwart Gottes, Halleluja. Gegenwart Gottes pur. Das ist hier eine Gemeinde und ein Lobpreisteam, was gelernt hat, wirklich Jesus den Thron zu geben, der ihm zusteht. Halleluja. Halleluja. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen die Gegenwart Jesu. Amen. Amen. Wir brauchen es, uns bewusst zu werden. Hey, er ist der Herr. Und es ist ein Lobpreisteam, das immer wieder die eigenen Leben niederlegt. Das immer wieder jedes Fleisch, das aufstehen möchte, kreuzigt. Amen. Weißt du, dieser alte Mensch, der wird so gerne auferstehen. Ne? Er versucht immer wieder, das alte Fleisch da. Ne? So ab und zu aus dem Sarg, mal kurz diesen hier, ne? Aber sobald du das erkennst, haust du das Ding wieder ans Kreuz. Amen. Und jedes Mal, wenn du das getan hast, wird die Salbung stärker, wird die Herrlichkeit größer, wird es leichter, in Gottes Gegenwart zu leben und zu bleiben und wird es leichter, Gottes Gegenwart zu tragen. Wow. Das ist, wozu wir berufen sind. Als mobile Tempel Gottes. Die Gegenwart zu tragen. Wo wir hinkommen, fahren die Dämonen aus. Das ist eigentlich das ganz normale Christenleben. Wo wir hinkommen, fängt die Wüste um uns herum an zu blühen. Das ist das ganz normale Christenleben. Halleluja. Das ist das ganz normale Christenleben. Nicht nur für die großen Prediger. Für jedes einzelne Gotteskind. Jesus hat gesagt, wenn wir an ihn glauben, so wie die Schrift gesagt hat, werden Ströme lebendigen Wassers aus uns fliehen. Johannes, fließen. Fliehen. Die bleiben schon auch in uns, aber sie fließen trotzdem durch uns durch. Halleluja. Die Ströme lebendigen Wassers, die lebensbringenden Ströme um uns herum und durch uns. Das ist das Gewaltige. Weißt du, wenn du es nur in dir behältst, wird es zum toten Meer. Hast du mal Wasser eine Weile stehen lassen? Erst fängt es an, grün zu werden, ein bisschen zu stinken. Dann fangen alle möglichen Sachen da drin an, rumzuwuseln. Hallo? Wenn du deine Ströme lebendigen Wassers in dir versteckt hältst, tut dir das auch nicht gut. Aber wenn du sie strömen lässt, dann kommt immer Frisches nach. Dann kommt immer Frisches nach. Wow. Halleluja. Weißt du, Gott hat unerschöpfliche Vorräte. Unerschöpfliche. Ganz am Anfang meines Glaubenslebens hat meine Gemeinde mich gebeten, einen Hauskreis zu machen, also so nachmittags einen Gebetskreis zu machen. Und ich habe ein Wort bekommen vom Herrn. Ich war ja so aufgeregt. Ich bekam ein Wort, was ich der Gruppe weitergeben konnte. Und dann kamen an dem Tag 2, 3 Leute nicht dazu. Ich sparsamer Deutscher, wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich dachte, das ist ein so schönes Wort, das kann man nicht verschwenden. Das gehen wir nächste Woche, wenn sie dann alle da sind. Irgendwie fand der Herr das nicht so toll. Es hat in der nächsten Woche gar nicht gepasst. Und in den nächsten 2, 3, 4 Wochen habe ich überhaupt nichts bekommen. Habe ich gesagt, okay, Herr, Entschuldigung, ich habe es verstanden. Du gibst mir an dem Tag das Wort für die, die da sind. Und dann habe ich angefangen, es fließen zu lassen und nicht mehr länger festzuhalten, nicht mehr länger aufzusparen, meine Zeit nicht zu sparen, meine Kraft nicht zu sparen, sondern sie für Jesus zu geben. Das, was ich in dem Moment bekomme, gebe ich in dem Moment. Und indem ich das tue, bekomme ich mehr. Halleluja. Und wenn du die Ströme fließen lässt, überleg doch mal, dann fließt immer frisches Wasser durch dich. Hm.
Weißt du, wie du zu einem glücklichen Christen wirst? Indem du zu einem aktiven Christen wirst. Weißt du, wie du richtig schön depressiv werden kannst? Weil du nur da sitzt und dich um dich selber drehst. Herr, ich mich mein mir. Ich, meine Familie, mein Dackel. Herr, segne meinen Dackel. Okay, kann man auch beten. Wir haben auch schon für Tiere gebetet, die sind geheilt worden. Ist auch okay. Aber wenn du beim Dackel stehen bleibst, dann passt irgendwas nicht. Und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du Antidepressiva brauchst. Hallo? Ein Christenleben, was gibt und was fließt, ist das Begeisterndste, was es gibt. Amen. Und wir sind immer so begeistert von unseren lieben Augsburgern. Wir lieben es wirklich, hierher zu kommen. Einfach, weil wir sehen, wie ihr Glaubensherausforderungen annimmt und wie der Herr immer segnet. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was euer Generator getan hat. Ich denke mir manchmal, der kann mir echt das Leben gerettet haben. Wir haben da, im Moment sind es etwa 46 Grad, darum sind wir geflüchtet. Es ist jetzt die schlimmste Zeit des Jahres, die heißesten 3 Monate sind diese Monate jetzt. Wir hatten 9 Stunden Stromausfall. Jetzt habe ich gerade ein Mail bekommen, es sind inzwischen 14 Stunden geworden. 14 Stunden kein Strom bei über 90% Luftfeuchtigkeit, so zwischen 92 und 96, 98, 46 Grad, 43 bis 46. Und wenn dann endlich mal Strom kommt, dann schlagen sie alle zu. Weil bei uns ist es so, wisst ihr, also wir haben nicht, du gehst mal kurz irgendwo zum Wasserhahn und drehst den auf, so vornehm geht es bei uns nicht zu. Was die in Indien sich alles haben einfallen lassen, du hast da 3 Phasen Strom. Manchmal bekommst du 1 Phase, manchmal bekommst du 2 und 2 bis 3 Stunden am Tag, wenn du Glück hast, bekommst du alle 3 Phasen gleichzeitig und dann ist der Strom stark genug, dass du deinen Brunnen, also deine Wasserpumpe im Bohrbrunnen anschalten und dir Wasser hochpumpen kannst. Und manchmal gibt es mal eine Woche oder so keinen 3-Phasen-Strom und dann sitzt du auf dem Trockenen. Gibt es alles bei uns. Halleluja. Also weißt du, wenn du nicht mal draußen gewesen bist, weißt du gar nicht, wie gut du es hier hast. Wir sind immer recht gut im Motzen und Jammern, aber alleine ein Fenster, was man auf- und wieder zumachen kann, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Segen ist. Ich habe inzwischen 4 verschiedene Fensterstrategien durchprobiert in Indien und eine ist schlimmer als die andere. Haben sie mal eins angedreht, was ein deutsches Modell hätte sein sollen, aber Halleluja. Ne? Naja, das war in 2, 3 Wochen, wenn die Leute ein bisschen da auf- und zumachen wollen, war das Ding kaputt. Ne? Wir haben es so gut hier. Wir haben keinen Grund, warum wir nicht wirklich von uns weggucken und auf die Welt da draußen gucken können. Wir haben echt keinen Grund. Wisst ihr, ich komme hierher, ich denke mir, meine Güte, wie einfach ist das Leben hier. In Indien, die Küchen, ihr müsstet mal die Küchen sehen. In dieser Affenhitze ist die Küche der heißeste, so ein kleines, dreckiges, schwarzes Eckchen hier. Ventilatoren gibt es in der Küche nicht, ich weiß nicht. Also es hat wahrscheinlich noch kein Mann gekocht in Indien, sonst hätten die da schnell Ventilatoren reingetan. Ne? Den Frauen kann man es ja zumuten, so ungefähr. Ne? Ein schwarzes Loch. Dann machen sie irgendwelche so Gitterchen da an die Fenster, also richtig vergittert, weil sonst die Ratten reinkommen. Ne? Haben wir auch alles als Haustiere. Und das wird dann voll Staub und dann kommt da auch keine Luft mehr rein. Und dann stehen die armen Frauen da drin und müssen 4-mal am Tag warme Mahlzeiten liefern. 4-mal. Weil es halt meistens, also inzwischen werden die Inder so reich, dass sich einige, viele mehr und mehr von ihnen Kühlschränke leisten können. Inzwischen sogar schon Klimaanlagen, darum kann die Regierung nicht genug Strom beschaffen. Aber im Dorf gibt es sowas wie Kühlschrank noch überhaupt nicht. In der Hitze. Und deshalb müssen die halt alles kochen. Und da stehen diese armen Frauen von früh bis nachts in diesen schwarzen Löchern und produzieren warme Mahlzeiten. Waschen geht per Hand. Aber jetzt geht es aufwärts mit Indien. Warum? Weil das Evangelium immer stärker reinkommt. Halleluja! Warum geht es abwärts mit Europa? Warum? Ihr habt gehört von der Gottklausel in der EU-Verfassung, wie dafür gekämpft worden ist, dass man doch wenigstens noch irgendwas von Gott mit reinschreiben darf. Und sie wollten es nicht. Wir leben in der Zeit von Psalm 2, wo die ganzen Nationen sich erheben gegen Gott, wo sie wüten gegen ihn, wo sie beschlossen haben, wir wollen sein Joch von uns wegreißen. Aber wisst ihr, was Gott dazu tut?
Ihr könnt es mal lesen, Psalm 2, das ist gewaltig. Er sitzt im Himmel und lacht. Ist das nicht klasse? All die Nationen haben sich gegen ihn zusammengerottet. All die Nationen wüten gegen ihn. Guckt mal ins Fernsehen heute. Gegen die Ehe und was da alles, das ist ja wirklich der Hammer. Ne? Heute redet man von der traditionellen Ehe. Also irgendwie ist noch kein Tier auf die Idee gekommen, homosexuellen Ehen und solche Sachen einzuführen. Ist noch kein Tier auf die Idee gekommen, oder? Aber die Nationen rotten sich zusammen und wüten gegen Gott. Stört ihn gar nicht. Warum? Er hat seinen König eingesetzt auf seinem heiligen Berg. Er hat seinen König eingesetzt. Er hat Jesus eingesetzt. Jesus ist der Herr. Amen. Und daran lässt sich nichts rütteln. Halleluja. Weißt du, und je mehr sie uns verfolgen, umso mehr können wir das Licht leuchten lassen. Je finsterer es wird, umso heller leuchten wir doch. Oder? Umso heller leuchten wir doch. Wenn du eine Kerze mittags aufstellst, hast du wenig davon. Aber wenn du sie mitten in der Nacht aufstellst, kannst du sie richtig bewundern. Also wir leben jetzt in der besten Zeit. Amen. Einige wünschen sich zurück, ach Herr, damals war das Leben so viel einfacher. Ach Herr, damals war das ganze Land doch wirklich noch christlich gesinnt. Kann ich dir was verraten? Es ist ein großes Vorrecht, dass der Herr dich für fähig gehalten hat, jetzt in dieser Zeit zu leben. Wow. Er hat dich für fähig gehalten, dass du sein Wort festhältst und dass du sein Wort leuchten lässt. Nicht in einer Zeit, wo es einfach ist, sondern in einer Zeit, wo du Power brauchst. Es gab eine Zeit, da war ganz normal jeder Christ. Ja, ja, klar, wir sind alle Christen. Ja, ja, aha. Ja, wir beten fürs Essen. Ja. Aber jetzt ist die Zeit, wenn du Christ bist, dann bist du Christ, aber echt. Jetzt ist die Zeit, wo es anfängt, was zu kosten. Wenn es je eine Zeit gab, für Jesus zu leben, dann jetzt. Amen. Wenn es je eine Zeit gab, alles zu geben, dann jetzt. Halleluja. Die letzten 4, 5 Tage etwa ist mir dieses Lied ständig im Geist. Dein Reich kommt mit Kraft und Macht. Wow. Es kommt nicht einfach nur so nebenher. Weißt du, wo das Reich Gottes ist? Da, wo durch den Finger Gottes oder durch den Geist Gottes die Dämonen ausgetrieben werden. Halleluja. Die Leutchen laden immer mehr Dämonen ein. Wunderbar. Können wir immer mehr Reich Gottes manifestieren. Hm? Ist doch gut, oder? Habt ihr noch nicht so gesehen, ne? Oh Herr, sie laden immer mehr Dämonen ein. Wunderbar. Was hat Jesus gesagt? Wenn ich durch den Finger Gottes oder durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Halleluja. Amen. Also du hast jetzt die Chance deines Lebens. Ihr glaubt mir noch nicht so ganz. Ist es was fürchterlich Schwieriges, Dämonen auszutreiben? Du tust es doch nicht in deiner Kraft. Du tust es durch den Geist Gottes, durch den Finger Gottes. Halleluja. Du tust es durch die Salbung. Und es macht eigentlich sogar Spaß. Weißt du, das ist so stark, wenn du siehst, wie die Leute sich verändern. Wie sie frei werden. Wie sie von dann anfangen zu strahlen. Es ist doch wunderbar, oder? Ihr erlebt es auch ganz viel. Halleluja. Wie die Kranken geheilt werden. Halleluja. Danke, Jesus. Und du hast das Vorrecht, dabei mitzuarbeiten. Der Herr hat dir all diese Dämonen hierher geschickt, damit du Reich Gottes manifestieren kannst. Halleluja. Wer kann das annehmen? Wer kann sagen, Herr, okay, ich bin bereit. Weißt du, wir haben manchmal Angst und sagen, wenn wir jetzt ja dagegen beten, dann greifen die uns ja zurück an. Werden sie versuchen. Wisst ihr, was mir, das war so was Spannendes, habe ich noch niemals erlebt. Einen Tag vor der Konferenz, also Dienstag, wir sind gestern gekommen, am Dienstag, kam der Feind richtig mit Tablett zu mir. Habe ich noch nie erlebt. Eins nach dem anderen kamen alle möglichen Symptome.
So richtig nach dem Motto, würdest du mir nicht gerne eine Erkältung abnehmen? Weil du warst ja gerade draußen, da war es ja kalt, ne? Würdest du mir nicht eine Erkältung gerne abnehmen wollen? No, in Jesus' name, I'm healed in the stripes of Jesus. Get out, go. Aha, gut, versuchen wir es mit Kopfschmerzen. Du hast ja auch da im Zug gesessen und da Kopfschmerzen. Würdest du mir nicht die Kopfschmerzen? Ich kam mir vor, als käme er mit dem Tablett daher und würde mir einen nach der anderen anbieten müssen. Aber du brauchst bloß Nein dazu zu sagen. Halleluja. Du brauchst bloß Nein dazu zu sagen. Und das hat mir eins gezeigt. Wir werden mächtige Heilungsgottesdienste haben hier. Amen. Also vor allem an den Vormittagen. Ich denke, morgen werden wir es wahrscheinlich schon tun. Bringt ruhig kranke Leute mit. Amen. Bringt ruhig kranke Leute mit. Heilung geschieht auf zwei Arten. Heilung geschieht einerseits durch die Gabe der Heilung und Wunderwirkung und es geschieht auch durch den Glauben, der aufgebaut wird, durch das Wort Gottes. Wir werden beides hier haben. Also abends, Ezekiel ist ja hauptsächlich am sehr, sehr stark Wort aufbauen, obwohl man kann auch nicht sagen abends. Es kann passieren, dass er morgens um 6 aus dem Bett springt und sagt, ich habe ein Wort, ich gehe heute Morgen. Beim Propheten kannst du nie genau wissen. Als Ehefrau eines Propheten bist du alle Zeit bereit. Weißt du? Dr. Francis, möchtest du heute Morgen oder heute Abend predigen? Ich habe noch das Wort nicht klar, also geh du heute Morgen, Halleluja. Aber jedenfalls bringt kranke Leute mit. Sie können unter dem Wort sitzen, aber ich, nachdem ich dieses Tablett da erlebt habe, werden wir schön stark auch in Richtung Heilung hier gehen zusammen. Okay? Und zwar Heilung für uns, aber auch lernen, wie wir Heilung anderen geben. Amen. Weil es kommt eine Heilungserweckung. Ezekiel hat es vor Jahren prophezeit, dass jetzt in Deutschland eine Heilungserweckung kommt. Wir haben gerade letzte Woche Christoph Häselbart und seine Frau getroffen und auch Geri Keller getroffen und so. Und die sagen uns alle, du, wir sehen jetzt so viel überall, wie es aufspringt. Wie mehr und mehr Heilungen geschehen bei euch auch, ne? Mehr und mehr Heilungen geschehen im ganzen Land. Halleluja. Wie mehr und mehr Christen sich auch trauen, reinzugehen in den Heilungsdienst. Amen. Das ist eigentlich, wozu du berufen bist. Markus 16, ihr kennt es doch, Markus 16, Abvers 17, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Ganz normal, ganz automatisch. So wie dein Schatten dir folgt. Dein Schatten folgt dir normalerweise, wenn du läufst, ne? Das heißt, die Zeichen werden denen folgen, die glauben. Und wir glauben doch, oder? Wir haben doch das Fundament unseres Glaubens. Wir haben doch die Basis. Wir haben doch die Wahrheit. Was für ein Segen, die Wahrheit zu haben. Was für ein Segen, was für ein Vorrecht. Wir haben in Indien, ihr wisst wahrscheinlich, 330 Millionen Götter. Das ist ein Chaos, das ist eine solche Konfusion. Die armen Leute. Darum siehst du so viele völlig Ausgeflippte auf der Straße herumlaufen. Man muss auf der Autobahn total vorsichtig sein, weil da immer wieder ganz ausgeflippte Leute plötzlich da halbnackt oder ganz nackt mitten auf der Straße stehen. Weil keine Wahrheit da ist. Aber wir haben die Wahrheit. Wow. Wir haben sie in unserem Herzen, wir haben sie in unserem Mund. Und weißt du, wo sie wirksam wird? Wenn du sie in den Mund nimmst. Amen. Errettung, wenn du nur glaubst, bringt dir nichts. Aber wenn du mit deinem Mund bekennst, Römer 10, Vers 17, ne? Wenn du es mit deinem Mund bekennst, 10, Vers 10, sorry, 10, Vers 10, wenn du mit deinem Mund bekennst, dann wirst du errettet werden. Amen. Der Glaube, der kommt vom Hören, der kommt in dein Herz rein. Aber die Errettung geschieht erst, indem du es aussprichst. Amen. Gestern, also vorgestern, wie er mit seinem Tablett ankam, wenn ich nur gedacht hätte, nee, warum soll ich jetzt krank werden? Wenn ich nur gedacht hätte, ich bin doch geheilt in den Striemen Jesu, der hätte mir alles raufgehängt. Ich musste meinen Mund aufmachen und sagen, nein, ich bin geheilt in den Striemen Jesu raus. Ich musste sprechen, musste das Schwert des Geistes losschicken, und dann war der Zauber vorbei. Halleluja. Du hast die Wahrheit. Du hast das Schwert in deiner Hand und in deinem Mund. Was für ein Vorrecht, diese Bibel in der Hand zu haben. Wisst ihr, was es für ein Vorrecht ist, diese Bibel zu haben? Wir haben neulich gepredigt, das ist jetzt schon knapp 2 Jahre, glaube ich, her. Das war ein riesengroßer römischer Konvent, römisch-katholisch. Total ausgebrannt. Ihr könnt es auf unserer Webpage sehen. Ich habe noch ein paar Fotos drin. Ich habe die Newsletters reingesetzt. Brutal. Die haben die Christen, sogar die Katholiken, egal ob wiedergeboren oder nicht wiedergeboren, alles, was sich irgendwie christlich genannt hat, haben die versucht, da einzusperren und auszuräuchern, umzubringen, zu verbrennen bei lebendigem Leib.
Und wir haben in diesem völlig abgebrannten Ding gepredigt und gedient. Und wir haben Bibeln gesehen, angebrannte, fast ganz verbrannt. Der Feind versucht alles. In Indien passiert das noch ganz häufig. Wenn jemand mit einer Bibel erwischt wird, wird er häufig gelyncht. Ist nicht so einfach. Wir haben viele Hindus, wir haben die größte muslimische Population auf der ganzen Welt in einem Land. Indien ist das größte Land, ne? Also bevölkerungsreichste Land der Erde. Daher haben wir auch den größten Anteil an Muslims. Und Hindu-Familien, Muslim-Familien, wenn da jemand zu Jesus kommt, dann haben sie eigentlich die Verpflichtung, ihr eigenes Familienmitglied umzubringen. Wisst ihr schon, oder? Gut, müssen wir wissen, wenn wir in Deutschland leben, weil die erzählen uns ja, das wären alles ganz friedliche Religionen. Ne? Also das müssen wir unbedingt wissen. Halleluja. Holy Spirit. Kietarapandam. Aber du hast die echte Wahrheit. Du hast die Wahrheit, die Leben bringt und die Wahrheit, die frei macht. Du hast sie in deiner Hand. Du kannst sie in dein Herz reinnehmen. In China, wisst ihr, was die machen mussten? Also heute geht es ja digital, ne? Aber damals mussten die ein Stückchen Bibel haben, nachts heimlich bei Kerzenlicht unter der Decke mit der Hand abschreiben. Und die Fetzchen dann von einer Gemeinde in die andere schicken. Und wir haben die Zürcher und die Elbefelder und die Luther und die Schlachter und ich weiß nicht was noch alles. Und die gute Nachricht und die, was heißt das? Hoffnung für alle, Neues. Meine Güte, wie viele haben wir? Und nehmen wir uns die Zeit dazu. Du hast die Wahrheit. Und je mehr Wahrheit du in dich reinkriegst, umso freier wirst du sein. Umso freier wirst du in dir selber sein und umso freier wirst du auch nach draußen sein. Halleluja. Ihr kennt David Hogan, ne? Ich weiß nicht, wie viele es inzwischen sind. Er kommt im August zu uns nach Indien. Halleluja. Damals, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hat er mit eigenen Händen 27 Tote auferweckt gehabt. Damals hat er 700 Gemeinden gegründet. Ich weiß nicht, was der Stand heute ist. Aber der Mann hat seinen Kopfhörer drin und hört Wort Gottes. Der Mann setzt sich ins Auto und hört Wort Gottes. Da hörst du kein großes Nebenhergerede oder so. Der ist sehr, sehr, sehr sparsam und sehr vorsichtig mit seinen Worten. Sehr, sehr, sehr sparsam. Ich habe ihn zweimal bei uns zu Hause gehabt. Aber du kriegst recht wenig Worte aus ihm raus. Der holt nur sehr viele Worte in sich rein. Halleluja. Und zwar die richtigen. Amen. Und deshalb hat er die Autorität, weil er das Wort Gottes voll in sich reinnimmt. Danke, Jesus. Halleluja. Jetzt ist die Zeit, mit Gott vorwärts zu gehen in Kraft. Und ich freue mich so, dass ihr da seid. Echt, ich freue mich so, dass ihr gekommen seid. Und ich weiß, in Deutschland gehen vor allem per MP3 und so weiter geht die Botschaft einfach rum. Vor ein paar Tagen haben wir einen Anruf bekommen, der mich sehr, sehr, sehr gefreut hat. Eine 84-jährige Schwester, eine ganz süße, eine 84-jährige. Ihr Mann ist noch älter. Die hat gesprudelt voller Feuer. Ihr seid das Einzige, was wir haben. Wir hören Tag und Nacht eure Botschaften. Wir sind so aufgebaut. Oh, wir sind so ganz und gar verändert worden. Die Gemeinden sind so tot. Aber wir haben es jetzt den Pastoren weitergegeben und den Pfarrern weitergegeben. Und die fangen jetzt auch an zu hören. Und da tut sich jetzt auch mit 84. Wow. Gesprudelt. Die konnte gar nicht mehr aufhören. Die klang wie ein junges Mädchen. Mit einer Begeisterung. Und dann erzählt sie uns so nebenher, sie ist neulich irgendwie vom Stuhl so runtergekippt oder auf irgendwas, ich weiß nicht genau wie, ausgerutscht irgendwas und hat sich dreimal das Rückgrat gebrochen und hat Stahlkorsett gehabt und sagt, Benita, nachdem ich dich jetzt schon am Telefon habe, kannst du nicht für mich beten? Ich habe gesagt, klar, wir beten. Ich sehe ja an der einen Seite, meine Mutter an der anderen Seite. Warte, ich nehme erst gleich das Korsett ab. Halleluja, mit 84. Ein solcher Glaube, ist es nicht der Hammer? Und wir haben gebetet für sie und hinterher konnte ich gar nicht mehr reden mit ihr. Die hat nur noch gelacht im Geist, die war ganz weg. Ein paar Tage später bekomme ich einen Brief von ihr, du, die Schmerzen, unter denen ich seit Monaten so furchtbar gelitten habe, sind weg. Halleluja. Halleluja. Aber sie war bereit zu empfangen, weißt du? Sie hat sich bereit gemacht, sie hat viel Wort in sich reingenommen, Bibel und auch gesalbte Lehre, Predigten und so. Und sie hat sich bereit gemacht zu empfangen. Sie hat ihren Glauben drauf gesetzt, wie die blutflüssige Frau. Wenn die da beten, allein am Telefon, braucht gar keine Handauflegung, kann ich mein Korsett ablegen. Wow, mit 84.
dreifache Wirbelsäulenbruch. Wow, Halleluja, das war vor Monaten und die Schmerzen waren immer noch so schlimm, dass sie das Korsett brauchte. Halleluja. Gibt es irgendwas, was du nicht empfangen kannst? Oder gibt es irgendwas, was du nicht tun kannst? Der Herr hat uns heute Morgen noch ein ganz neues Wort gegeben. Mal gucken, was er genau daraus machen wird. Bin selber ganz gespannt. Aus Jesaja 40. Ihr kennt es. Tröstet, tröstet mein Volk. Aus Jesaja 40. Wisst ihr, wie traurig das eigentlich ist, dass wir als Volk Gottes noch getröstet werden müssen? Als Volk Gottes haben wir doch den Tröster in uns, oder? Der Heilige Geist, Parakletus, er ist unser Tröster, unser Ratgeber, unser Helfer, der zur Hilfestellung zu unserer Seite, als Beistand zu uns gerufen worden ist und der sogar in uns wohnt. Wow! Wir haben den besten Ratgeber, den besten Seelsorger, den besten Rechtsanwalt in uns wohnen. Was brauchen wir eigentlich noch? Weißt du, wenn wir uns darüber klar sind, brauchen wir doch eigentlich gar nichts mehr, oder? Wenn du sagst, ach, die Bibel, ich verstehe die Bibel nicht, ach, die Bibel ist mir so langweilig. Bitte ihn doch erstmal, sie dir klar zu machen. Und dann betest du in dieser Sprache des Heiligen Geistes, dann betest du in neuen Sprachen und sagst, okay, Herr, du hast es geschrieben, du hast es eingehaucht, erklär es mir doch. Sprichst doch in meine jetzige Situation. Und wenn du ein bisschen gebetet hast und es kommt keine Erklärung, sagst du, okay, Herr, dann ist das für irgendwann anders mal. Dann lese ich jetzt weiter und sprich das zu mir, was heute für mich aktuell und relevant ist. Halleluja! Und der Heilige Geist, Ezekiel hat neulich gesagt, die Bibel springt. Springt richtig raus. Plötzlich tsching, kommt so ein Lichtstrahl raus. Ne? Plötzlich siehst du, pack, das ist das, was Gott jetzt gerade eben beleuchtet und klar macht. Wer von euch hat das noch niemals erlebt? Siehst du, Gott spricht doch zu euch. Gott spricht doch zu euch. Kira para pandere vescherim, warum braucht ihr noch so viel Seelsorge? Eins hat mir der Herr gerade gezeigt, das ist ganz interessant. Guck mal, im Vers 11 heißt es, der Herr selber, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Wisst ihr, was wir in Deutschland tun? In Deutschland, wenn wir endlich mal ein paar Leute, Jesaja 40, ab Vers 11, also jetzt Vers 11, wenn wir mal ein paar neue Leute in die Gemeinde gewonnen haben, machen wir uns so viel Arbeit mit ihnen. Dann stressen wir uns so sehr rein mit ihnen, dass wir total bis hier überarbeitet sind und keine Zeit mehr haben, noch weiter rauszugehen. Das ist eine Strategie vom Feind. Halleluja! Halleluja! Weißt du, was du das Beste tun kannst für die neuen Leute? Lass sie in jede Predigt kommen, lass sie in jeden Gottesdienst mitkommen. Ich weiß, die alten Hasen werden nicht mehr 3, 4, 5 Mal in der Woche in die Gemeinde laufen wollen. Brauchen sie auch gar nicht. Die alten Hasen sollten draußen sein und sollten fließen lassen, was sie schon alles bekommen haben. Halleluja! Aber die Babys brauchen mehrere Gottesdienste. Amen! Und da gibt manchmal ihr selber und manchmal lasst ihr eure Jünger da dienen. Checkt natürlich schon ein bisschen, hey, was lernen die denn unsere Neubekehrten? Aber biete an, biete genug Möglichkeiten an, wo sie hingehen können. Okay, heute können sie alles per Internet, per Fernsehen und so weiter tun. Aber Eisen schärft Eisen. Es ist trotzdem was ganz, ganz, ganz Wichtiges, dass sie zusammenkommen können. Ermutigt es, gerade für die Neubekehrten, dass viel Wort in sie reinkommt. Halleluja. Nicht so viel Seelsorge, aber genug Möglichkeiten, dass sie unter das Wort kommen. Und die alten Hasen, zwingt die nicht, in alle Gottesdienste kommen zu müssen. Die werden nur da sitzen, frusten und kritisieren. Das kommt jetzt gerade vom Himmel, ja? Das ist eine Strategie für einige von euch, für euer weiteres Gemeindewachstum. Wer hat es geschnallt? Ja, das ist für einige echt die Strategie jetzt. Zwingt keinen, weiterhin zu kommen. Ihr könnt das aufteilen. Okay, am Montag machst du als Leiter diesen Hauskreis, diesen Gebetskreis.
Sag mir nur, was du eben getan hast, so die Bibelstellen und so, in welche Richtung du gegangen bist, gib mir einen kurzen Report. Okay, du bist dafür zuständig. Am Dienstag macht dieser Leiter, keine Ahnung was, Neubekehrtenkurs. Am Mittwoch macht dieser Leiter Lobpreis und Anbetung. Am Donnerstag macht dieser Leiter jenes, ne? Können wir das machen? Vielleicht immer zu zweit, dass auch die, die schon länger in der Gemeinde sind, Aufgaben bekommen und fließen lassen können. Halleluja! Halleluja! Wisst ihr, sonntags in eineinhalb oder zwei Stunden gibt es halt meistens nur ein Mikrofon. Es wäre ein bisschen schwierig, wenn all die, die inzwischen schon so viel zu sagen und empfangen haben, wenn da jeder ein Mikro hätte und in einer Linie stehen wir alle einer neben dem anderen, wäre schwierig. Würde keiner mehr was verstehen. Aber man kann die Woche aufteilen und man kann den Neubekehrten Möglichkeiten geben. Ich gehe heute nicht mehr sehr viel in Gottesdienste. Ja, wir hören uns, klar, wir durch Internet und so weiter bauen wir uns auf an Leuten, die echt erfolgreich sind, die jetzt in den 60ern, 70ern, 80ern sind und immer noch voll Feuer sind und so. Das finde ich gewaltig, sowas. Das ist echt ein Zeugnis, ne? Wo man sieht, dass die Familie mit dabei ist und so weiter. Also das sind die Sachen, die wir uns mit Begeisterung anhören, an denen wir uns auch aufbauen. Aber es ist einfach nicht normal für jemand, der schon lange im Glauben ist, brav jeden Tag in der Gemeinde zu sitzen. Ist nicht normal. Du gehörst schon wieder raus. Die Gemeinde ist das Übungszentrum. In der Gemeinde übst du dich in den Geistesgaben. Die sind nämlich eigentlich für da draußen gedacht. Halleluja. Halleluja. In der Gemeinde übt ihr mal ein paar Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, Prophetien weiterzugeben. In der Gemeinde übt ihr mal, füreinander zu beten. Und wenn ihr ein bisschen geschnallt habt, aha, so fühlt sich das also an, wenn was von mir kommt. Das hat dann nicht gestimmt. Aha, aber wenn es wirklich vom Herrn gekommen ist, dann fühlt sich das so an. Aha, wenn ihr das ein bisschen schon geschnallt habt, dann raus da. Raus da. Wisst ihr, wir denken Missionsfeld Indien. Wir haben einen höheren Prozentsatz an wiedergeborenen Christen als Europa. Hallo? Ihr habt eigentlich ein besseres Missionsfeld als wir. Und ein bequemeres. Ha. Ihr müsst nicht mit Stromausfällen und Hitze und solchen Sachen kämpfen. Ihr habt nicht diese Tempel und diese Moscheen um euch herum, die euch den ganzen Tag voll dudeln und die ganze Nacht. Ha. Nachts, also morgens um vier, wenn es endlich mal so kühl ist, dass du bei 28 Grad Suppe trinken musst und nachts das Fenster offen lassen kannst, weil es nur 28 Grad hat. Halleluja. 4 Uhr früh. Und ihre ganzen dämonischen, diese ganzen Anbetungsgeschichten mit einer Lautstärke. Du springst im Quadrat, dich haut's aus dem Bett. Du kannst nicht, also so wachst du da auf. Ne? Und das Wochen und Monate lang. Also ihr habt ein sehr angenehmes Missionsfeld. Beklagt euch bitte nicht. Hier sind die Dämonen etwas verborgener als bei uns. Bei uns sind sie deutlicher sichtbar. Aber sie sind genauso hier, damit du das Reich Gottes manifestieren kannst. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Halleluja. Und das Reich Gottes ist in euch und unter euch. In euch und unter euch. Jesus hat seine Jünger immer zu zweit ausgesandt. Das ist klasse. Das ist eine große Hilfe. Einer kann in Zungen beten und der andere spricht gerade, ist eine Riesenhilfe. Aber weißt du, sogar wenn du alleine bist, bist du immer noch in der Mehrheit. Der Heilige Geist ist in dir, deine Engel sind mit dir, du bist immer noch in der Mehrheit. Halleluja! Und wenn du da gerade in der S-Bahn sitzt oder gerade im Zug sitzt und der Heilige Geist sagt, guck mal, die Frau da, guck mal, die mit ihrem Hund, guck mal, die ist sowas von einsam, guck mal, lass mich doch mal ein bisschen zu dir reden über sie. Und dann setzt du dich neben sie und gibst dir weiter, was der Heilige Geist dir gesagt hat. Wow, das ist, wozu wir auf der Welt sind. Leben fließen zu lassen. Hier drinnen üben, da draußen tun. Das ist auch das beste Mittel gegen Konkurrenzkämpfe in der Gemeinde. Jetzt bin ich doch schon so lange Christ, jetzt müsste ich doch endlich mal eine gescheite Position hier kriegen. Kennt ihr das? Nein. Da kam gerade ein ganz überzeugtes Nein.
Ich weiß. Halleluja. Woher kommt es? Weil wir nicht erkannt haben, dass unsere beste Kanzel da draußen ist. Amen. Weißt du, und wenn du anfängst mit 1, 2, 3, 4, 5 und wenn du in den 1, 2, 3, 4, 5 effektiv geworden bist, wie unsere Friedegard, dann nimmst du irgendwann mal Mikrofon in die Hand vor 2200 Plätzen. Halleluja. Genau. Weißt du, was ich gemacht habe? Mit Koffer voller diese Kalender da, ne? Ausländermission, die verschiedensprachigen Kalender, ganze Koffer, Aktentaschen voll. Bin ich bis in den 5. Stock rauf, habe an die Türen geklingelt von den Ausländern. Kann ich Ihnen da einen geben? Kann ich Ihnen da einen verkaufen? War das, glaube ich, damals noch 3 Euro, irgend sowas. Den ganzen Jahreskalender. Möchten Sie einen haben? Möchten Sie für die Familie auch noch was haben? Ma, als Frau, wir waren damals 300 Mann in der Gemeinde. Der das angefangen hat, war ein Bruder, der über 70 war und schon Herzprobleme hatte. Dann hat er gesagt, er kann jetzt das nicht mehr machen, da die 5 Stock immer mit der schweren Tasche rauf. Könnt ihr euch vorstellen, ich war die Einzige aus einer 300-Mann-Gemeinde, die sich gemeldet hat, das zu tun. Ist es nicht furchtbar? Ist es nicht furchtbar? Aber die anderen, die waren immer, ja, ich brauche Seelsorge, ja, ich brauche Gebet. Ich habe keine Seelsorge gebraucht. Ich habe kein Gebet gebraucht. Halleluja. Warum? Ich habe das getan, wozu ich geschaffen bin. Chiara provocotim, levele vacata. Halleluja. Ich habe angefangen, das zu tun. Das, was mir vor die Hände kam, habe ich getan mit all meiner Kraft. Amen. Und der Herr hat gesehen, aha, die ist bereit, die Koffer darauf zu schleppen. Die will wirklich mein Wort unter die Menschen bringen. Okay, dann kann ich ihr irgendwann mal ein Mikrofon in die Hand geben. Hallo. Geht nicht von heute auf morgen. Aber wisst ihr, mir hat auch das Hochklettern Spaß gemacht. Ich war schon platt hinterher. Aber das war ein solcher Segen. Das war eine solche Freude. Du hast da an Türen klopfen und klingeln können. Die waren oft so nett. Die wollten mich dann auf einen Kaffee einladen und so weiter. Haben mir dann ihre Sorgen erzählt. Habe ich für viele Leute beten können. War so gewaltig. Aber der Herr hat mich dann aus der Gemeinde rausgeholt und hinterher war keiner mehr bereit unter 300 Leuten. Und dann fragen wir uns, warum wir in Deutschland keine Erweckung haben. Und dann fragen wir uns, warum in Deutschland so viele Christen Antidepressiva nehmen müssen. Holy Spirit, Holy Spirit, Herr, hilf uns. Hilf uns, Jesus, dass wir wirklich bereit sind, dir zu dienen, Herr. Bereit sind, dir zu dienen. Herr, dass wir erstmal kennen, was es heißt, dir zu dienen. Herr, kukialebeta parapandere kudiambe esitam. Lekurien paravashe, Vater. Meine lieben Geschwister sind hierher gekommen, weil sie bereit sind. Weil sie es wollen. Herr, so gebrauche sie, auch andere anzuzünden. Gebrauche sie, auch anderen klarzumachen. Hey, häng doch nicht mehr länger am Fläschchen. Fang doch mal an, selber weiterzugeben. Ho, gebrauche sie. Herr, gebrauche jeden Einzelnen, gebrauche ihn unter den christlichen Geschwistern und auch draußen in der Welt. Jeden Einzelnen, Herr, mit Zeichen, mit Wundern, mit Machttaten. Herr, dieses Lied, dein Reich kommt mit Kraft, Zeichen und Wunder geschehen. Herr, wir nehmen dieses Wort an. Wir nehmen es an als das Motto über dieser Konferenz. Zeichen und Wunder in uns und Zeichen und Wunder durch uns. Durch uns, durch uns, durch uns. Herr, nicht nur in uns in einem Gottesdienst, in einer Konferenz, sondern danach 365, 366 Tage im Jahr. Halleluja. In uns und durch uns, in uns und durch uns, in uns und durch uns, in uns und durch uns. In Jesus' Name. Halleluja. Yetarabate. Thank you, Holy Spirit. Halleluja. Thank you, Holy Spirit. Ich habe mich so gefreut über unseren lieben Thorsten. Wir kennen uns jetzt ein bisschen über ein Jahr erst, ne? Aber die zwei sind so richtig toll mit reingesprungen. Wo ist denn die Reine ganz da hinten? Sei gesegnet. Voll mit reingesprungen. Nehmen ihren Urlaub. Haben viel Geld investiert, uns zu helfen mit den Fernsehaufnahmen. Und wir haben gerade vor 2 Wochen in Gießen ein Seminar gehabt. Thorsten stand hinter der Kamera, hat oft einfach die Hände gehoben, hat gestrahlt, hat wunderbar empfangen. Gestern oder vorgestern hat er mir geschrieben, dass er zwei Heilungen erlebt hat. Halleluja. Siehst du, wir denken, ha, jetzt muss ich da arbeiten. Ach, ich würde viel lieber da sitzen und Notizen machen. 2 hat er empfangen. Wir haben schöne Heilungen gehabt. Könnt ihr euch auch im Internet angucken. Preis dem Herrn. Wir haben eine neue Webpage, Beraka for Life. Beraka mit 8 Buchstaben sind das im Englischen, englische Schriftweise. Beracha.
Bisschen dummer Name, besser. Naja, so auf Deutsch wird es anders geschrieben, das war auch nochmal ein Fehler. B-E-R-A-C-H-A-H, dann die Nummer 4 und live, Beraka for life.org. Da haben wir jetzt unsere Fernsehprogramme drauf getan als Archiv. Also könnt ihr euch ein bisschen angucken, wie wir da gefilmt haben, sehr, sehr spannend. Nachts in die Berge geflohen, weil ich in der Hitze nichts zustande gekriegt habe, unten mit dem Nachthemd um Mitternacht. Mein Mann als Kameramann, unsere Literaturabteilungsfrau als Kamerafrau. Die beiden kleinen Kinder haben Dioden, Leuchtdioden. Ne, da gibt es jetzt diese LEDs mit einem Solarpanel. Drei so kleine Dinger mit je drei Leuchtdioden waren die Mädchen unsere Beleuchtungsleute, die zwei Kleinen. Ich am Computer. Das selber geeditet und so weiter geschnitten, ne? Und haben es geschickt in die Schweiz und die haben es akzeptiert. Die Schweiz, die sind noch perfektionistischer als wir, es war der absolute Hammer. Aber es ist mir klar, das ist einfach eine Übungs, ne? Das beginnt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir haben angefangen mit dem, was wir haben. Halleluja! Damit haben wir angefangen. Und jetzt sind wir dabei, in Richtung God-TV zu gehen. Das ist jetzt das letzte Mal. Ich denke, das könnte God-TV jetzt dann doch akzeptieren, hoffe ich mal. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du fängst an mit dem, was du hast. Amen. Und wenn du irgendwie eine Möglichkeit findest, mitzuarbeiten, wirst du doppelten Segen und doppelte Heilung bekommen. Amen. Wisst ihr, ich war am Anfang, ganz, ganz, ganz am Anfang meines Glaubenslebens, habe ich meine spanischen Mitarbeiter mit in den Gottesdienst gebracht. Vorher, also überhaupt mich zu trauen, da mitzuschreiben. Ich komme aus einer Pfingstgemeinde und da saßen alle da und haben brav zugehört und ich wollte mir das aufschreiben. Aber ich habe mich so geschämt, weil es hat ja keiner getan, ne? Darf man denn sowas? Ne? Dann habe ich irgendwann ganz schüchtern und leise meinen Block rausgegeben und ganz kleine Notizen gemacht. Ja, und dann kamen meine Spanier mit. Und jetzt musste ich für die dolmetschen simultan. Jetzt hatte ich keine Zeit mehr zum Mitschreiben. Ich war so unglücklich, dass ich jetzt keine Zeit mehr habe mitzuschreiben. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe gesagt, Herr, ich möchte mir das doch merken können. Ich gehe nach dem Gottesdienst nach Hause, setze mich hin und habe fast Wort für Wort alles aufschreiben können. Halleluja! Halleluja! Weißt du, wenn du andere segnest, wirst du selber mehr gesegnet werden. Das heißt, in den Sprüchen, der andere bewässert, wird auch selbst bewässert werden. Amen. Das heißt, die Seele des Segenswunsches wird fett gemacht. Das ist ein bisschen eine komische Übersetzung, ne? Aber die Seele, die andere segnet, die wird selbst mit aller Salbung, mit allem Guten, mit all den guter Nahrung, geistliche Nahrung, natürliche Nahrung, in alle Richtungen, fett, richtig Wohlergehen, richtig fit gemacht. Halleluja! Wenn dein Herz darauf ausgerichtet ist, andere zu segnen, brauchst du dich um dich selber gar nicht zu kümmern. Ich bete eigentlich nie für mich. Das Einzige, was ich für mich bete, Herr, hilf mir, ich muss jetzt das editieren, Herr, hilf mir, jetzt muss man das und jenes tun. Aber solche Gebete mag er. Da springt er sofort ein. Ich verstehe Tamilisch. Unmöglich. Absolut unmöglich. Kann nur der Heilige Geist. Aber weißt du, je mehr du reingehst in die unmöglichen Dinge, umso mehr brauchst du Gott. Umso mehr erlaubst du ihm, sich zu manifestieren. Wisst ihr, warum wir so wenig Heilung haben? Weil wir so ein gutes ärztliches System haben. Wisst ihr, warum wir jetzt mehr Heilungen bekommen? Weil es jetzt teurer wird, zum Arzt zu gehen. Stimmt doch, oder? Also solange du alles kostenlos hattest, kamst du gar nicht auf die Idee zu beten, oder? Ach, dann gehen wir gleich zum Arzt. Heutzutage hast du einen Haufen dazu zu zahlen für jedes Rezept, Praxisgebühr, was weiß ich was alles. Ach, da beten wir doch lieber erstmal. Stimmt's oder stimmt's nicht? Siehst du, sogar für solche Dinge können wir Gott danken. Weil er uns dadurch näher an sein Herz zieht. Je mehr du in die schwierigen Dinge reingehst, umso mehr erlaubst du ihm, sich dir zu offenbaren. Ich habe vor vielen Jahren gebetet, Herr, ich möchte immer Frontline sein. Ich will Frontline sein. Ich möchte nicht so ein normales Alltagsleben. Ich will in die schwierigen Situationen kommen, damit ich wirklich Wunder erleben kann. Traut sich jemand, sowas zu beten? Kann manchmal etwas unbequem werden. Macht aber auf alle Fälle sehr viel Spaß. Also ich garantiere dir, du wirst keine Antidepressiva brauchen.
Halleluja. Okay, also Jesaja 40. Was will Gott tun? Weißt du, was Gott tun will? Vers 5. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Wenigstens einer. Amen. Unser Jüngster. Amen. Unser Begeisterungsfähigster. Wir lieben Pastor Otto. Wir lieben ihn. Wir lieben ihn. Er hält das Feuer aufrecht. Halleluja. Er ist ein echter Vater im Geist und Vater im Glauben. Voller Weisheit, voller Liebe, voller Feuer, voller Glauben. Genial. Ihr seid tolle Leute. Echt. Wir lieben euch. Halleluja. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Weißt du, was wir tun in Deutschland? Eines Tages wird sie mal vom Himmel fallen. Wir haben ein Seminar gehabt, 10-Tage-Seminar. Am ersten Tag hatte jemand eine Vision, die Herrlichkeit ist im Himmel festgehalten und da ist eine Blockade mit zwei Barrikaden oder so davor. Und wir müssen die beiden Barrikaden wegbeten, damit die Herrlichkeit kommen kann. Also du kannst die Bibel von A bis Z durchlesen. Passt das ins Neue Testament? Und wir haben die 10 Tage gehabt und Ezekiel hat 10 Tage lang gelehrt, die Herrlichkeit ist in dir. Die war früher im Dornbusch und in der Stiftshütte und so weiter, dann auf Jesus und heute ist sie in dir. Halleluja! Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 27. Halleluja! Christus in dir. Amen. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Amen. Christus in dir. Warum heißt es die Hoffnung? Weißt du, was er hofft? Dass du ihn rauslässt. Kam gerade vom Himmel. Ehrlich gesagt, habe ich mich auch jahrelang gefragt. Ich habe mir auch jahrelang gedacht, das heißt die Hoffnung der Herrlichkeit. Muss man also doch auf was hoffen oder warten? Jetzt gerade eben kam das vom Himmel. Weißt du, die Hoffnung heißt, ich hoffe, du lässt mich endlich mal raus. Du setzt ihn frei, du lässt ihn raus. Wir haben die CDs, ich hoffe, heute schon, morgen schon dabei oder spätestens heute Abend kommen sie, übergießen. Lass die Ströme fließen, lass Gottes Ströme fließen. Wie wir festhalten, wie wir stoppen, wie wir bremsen und wie wir freisetzen können. Halleluja! Wo die Blockaden sind, Ezekiel hat super, super gepredigt, gerade vor 2 Wochen in Gießen. Die Ströme, Ezekiel 47, die Ströme kommen aus dem Tempel. Sie kommen unter der Schwelle raus, sie gehen nach Osten. Sie kommen aus dem Tempel. Die Ströme, die dann immer tiefer werden, ne? Dass man am Schluss noch schwimmen kann drin. Und mit all den wunderbaren Bäumen an der Seite und mit all den Fischen, mit alles, wohin das Wasser kommt, wird lebendig. Ihr kennt den Strom von Ezekiel, ne? Und Ezekiel hat uns eben so klar gemacht, dass dieser Strom in uns ist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja! Alles ist in uns. Und wir können es blocken. Wie? Ich schäme mich, das zu sagen. Naja, das ist doch sowieso nur von mir. Na, der Heilige Geist gibt dir ein Wort der Erkenntnis über jemanden. Ach, das bin doch sowieso nur ich. Hast du die Ströme geblockt? Da ist jemand, der krank ist. Ich für krank gebeten, ich habe doch selber noch das und das. Hast du die Ströme geblockt? Weißt du, die Herrlichkeit will sich offenbaren durch dich. Sie will sich offenbaren durch dich. Er hat die Hoffnung, dass du seine Herrlichkeit mal rauslässt. Halleluja. Christus in dir. Halleluja. Weißt du, Christus in dir ist die Hoffnung für Deutschland. Amen. Christus in dir ist die einzige Hoffnung für die Welt. Ich glaube, die Politiker merken es inzwischen auch. Die Banker merken es inzwischen auch. Die stehen vor lauter verschlossenen Türen. Die wissen nicht mehr, wie und wo und was. Aber Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Du kannst eine Strategie bekommen. In Argentinien vor ein paar Jahren, ne? Das war echt der Hammer. Plötzlich haben sie die Banken zugemacht. Gut, es gibt kein Geld mehr. Ihr dürft jetzt nur noch
20 Euro oder weniger ist das, pro Tag abheben. Millionäre, Milliardäre, am Hungertuch. Es haben sich so viele umgebracht. Wenn man das Land verlassen hat, durfte man nur, die haben einen durchgefilzt von oben bis unten, man durfte nur so und so viel mitnehmen, das waren vielleicht 200 oder irgend sowas. Die Leute hatten ihr Riesenvermögen auf der Bank und sind verhungert. Solche Sachen passieren. Aber Freunde von mir, denen hat der Heilige Geist gesagt, hey, es kommen Probleme, holt euer Geld von der Bank. Ein Apostel war das. Einen Tag vorher ist er auf die Bank und hat alles abgehoben. Einen Tag vorher. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Weißt du, du bist in Connection. Du lebst in Connection. Du kannst dich selbst bewahren und all die, die auf dich hören. Alle, die auf dich hören, kannst du mit bewahren. Alles Fleisch zusammen wird die Herrlichkeit des Herrn sehen. Wir sind jetzt in dieser Zeit. Amen. Amen. Es ist nicht mehr die Zeit von ein paar Superstars. Es ist die Zeit, wo die Herrlichkeit sich durch jeden offenbart. Die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit. Ihr wisst, ich bin auch Deutsche. Ich habe auch viele, viele Jahre darauf gewartet, dass irgendwann mal was passiert. Ich wusste, dass Gott was von mir will. Ich lag mit der Nase am Boden oft und habe geweint und gesagt, Herr, gib mir eine Person, mit der ich losgehen kann. Hat irgendwie nie geklappt. Habe so viel tun wollen. Habe darauf gewartet, dass mich jemand aussendet, dass mich jemand abdeckt. Habe dann schließlich argentinische Pastoren gehabt, die gesagt haben, okay, wir stehen hinter dir, geh los. Gib uns Rechenschaft und wir decken dich im Gebet und so. Habe in Deutschland niemanden gefunden. Hat mir der Herr jemand von draußen geben müssen. Aber irgendwann habe ich gesagt, Herr, ich kann nicht länger warten. Ich verschwende mein Leben. Ich muss jetzt anfangen. Und ging los in ganz gefährliche Gebiete, Kriegsgebiete und alles drum und dran. Und jedes Mal, wenn ich ging, die Leute haben mir unter Tränen gedankt, dass ich mein Leben für sie aufs Spiel gesetzt habe, zu kommen und ihnen zu dienen. Halleluja. Da war Einheit unter den Geschwistern. Da haben die evangelischen, die Katholiken und alle zusammengearbeitet. Die wussten warum. Halleluja. Preis dem Herrn. Aber weißt du, ich bin losgegangen. Und der Herr hat sich dazugestellt. Das wird er bei dir auch tun. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Alles Fleisch zusammen wird sie sehen. Amen. Und die neuen Schäfchen, die reinkommen, die tust du einfach dem Gewandbausch des Herrn anvertrauen. Amen. Er wird sie sicher tragen. Und die Muttertiere wird er auch leiten. Du kannst ein wunderschönes Muttertier sein. Macht Spaß. Du kannst ein Muttertier am Telefon sein. So deine neuen Babys, die rufen dich dann immer wieder mal an. Du, ich habe das Problem. Was Zehnten soll man geben? Ja, wie soll denn das gehen? Ja, dann kannst du da Bibelstellen suchen, kannst sie lehren, kannst ihnen Zeugnisse erzählen und wirst selber so aufgebaut dabei. Und wirst selber so sehr wachsen dabei. Und wirst selber so viel Spaß haben dabei. Halleluja! Und wirst dich trauen, dir auch untereinander in Kontakt zu kriegen und neue. In Deutschland sind wir so schnell am Top angelangt. Nicht mehr länger. Amen. Amen. Das heißt in den Sprüchen, ne? Da wo viel Vieh ist, da wird der Stall und die Krippe schmutzig. Das wollen wir doch lieber als die saubere, oder? Wir in Deutschland wollen immer alles gerne sauber haben und geordnet haben. Ne? Wenn du Neubekehrte reinkommst, musst du ein paar Windeln wechseln. Macht doch auch Spaß, oder? Hast du dich beklagt bei deinen Babys, dass du Windeln wechseln musstest? Nö, ne? Weißt du, wenn du so zwei, drei hast, dann helfen die sich dann schon irgendwann mal gegenseitig. Und das macht der Herr auch. Amen. Heb doch mal deine Hände und sag, Herr, gib uns viele. Herr, gib uns viele, 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 viele. Viele, 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 viele Neubekehrte. Jesus, vergib uns, vergib uns, vergib uns. Dass wir immer wieder doch irgendwie ein Limit gesetzt haben. Vergib uns, Jesus. Dass wir gedacht haben, oh, zu viel Arbeit. Dass wir gedacht haben, oh, das schaffen wir nicht. Vergib uns, Jesus. Wir machen jetzt auf. Wir machen auf. Wir empfangen sie rein in unseren Geist. Wir nehmen sie rein in unseren Geist.
Wir rufen sie rein in unsere Gemeinden. Wir rufen sie rein in unsere Hauskreise. Tu es mal, red mal mit mir. Wir rufen sie rein in unsere Wohnzimmer. Wir rufen sie rein in unsere Telefonleitungen. Jesus, wir nehmen sie, wir nehmen sie, wir nehmen sie. Herr, wir sind bereit. Wir wollen sie. Wir empfangen sie. Schenk sie uns. In Jesus' Name. Amen. Amen. Wisst ihr, wir waren, wir haben gepredigt in Deutschland. Und das war ganz, ganz, ganz knapp vor dem Ausbruch einer Erweckung in der Gemeinde. Es waren nur Abendsgottesdienste von 8 bis mehr, vielleicht 10, halb 11, 11 oder so. Aber mit Heilungen, mit allem drum und dran. Und die Gemeinde wollte weitermachen. Und die Pastoren haben gesagt, zu viel Arbeit. Das war in der Zeit von Pensacola. Wir hatten die gleiche Bewegung in Deutschland. Und die Pastoren haben gemeint, das ist zu viel. Aus. Die Gemeinde ist kaputt. Das waren damals 300, das sind jetzt noch 40, 50. Beide Pastoren sind rausgeschmissen worden von den Ältesten selber. Die Gemeinde ist kaputt. Gott hat die Chance gegeben. Und sie haben gesagt, zu viel. Alles, was deine Hände zu tun finden, das tu mit all deiner Kraft, heißt im Prediger. Alles, was deine Hände zu tun finden, mit all deiner Kraft. Ich weiß, du willst Erweckung. Eins hat mich mal sehr beeindruckt, das war in der Zeit von Toronto, glaube ich. Da haben die gesagt, ja wisst ihr, alle wollen Erweckung. Aber wisst ihr, wie teuer Erweckung ist? Könnt ihr euch vorstellen, die Berge von Klopapier, die wir jeden Tag brauchen? Fand ich herrlich. Stimmt, ne? Denkst du nicht dran? Vielleicht haben sie deshalb in Indien Erweckung, da gibt es kein Klopapier. Stell dir mal vor, in einer Erweckungsgemeinde schreibst du groß an die Tür, bitte bring dein eigenes Klopapier mit. Aber weißt du, solche Sachen werden manchmal als begrenzende Faktoren genommen. Wir können nicht so viel Klopapier kaufen. Wir machen die Erweckungsgottesdienste zu. Schrecklich, ne? Überleg dir mal, mit wie vielen Sachen wir Gott limitieren. Preis dem Herrn, Toronto hat es nicht limitiert. Halleluja. Die haben über Monate, über Jahre Erweckung gehabt. Auch jetzt sagen mir Leute, wenn wir hingehen, es ist immer noch eine Quelle, es ist immer noch eine Erfrischung da. Preis dem Herrn. Halleluja. Du kannst das tun, wenn du aufmachst. Amen. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Dein Reich kommt mit Kraft, Zeichen und Wunder geschehen. Das ist jetzt unsere Zeit. Wisst ihr, das ist unser Gebet für jeden Einzelnen. Für diese Konferenz. Jeder, der auf diese Konferenz gekommen ist. Zeichen und Wunder werden geschehen. In dir und durch dich. Amen. In dir und durch dich. In dir und durch dich. Weißt du, es ist ja tragisch, wenn wir immer von Konferenz zu Konferenz rennen müssen. Auf der einen ist mein Knie geheilt worden. Auf der nächsten ist das Kopfweh geheilt worden. Jetzt habe ich noch das und das und das Problem. Jetzt gehe ich auf die nächsten 5 Konferenzen. Also bei mir sind viele Sachen einfach zu Hause alleine nachts beim Bibellesen oder beim christlichen Bücherlesen geheilt worden. Amen. Während du anderen Heilung gibst, lies mal Jesaja 58. Während du anderen Heilung gibst, wird deine eigene Heilung schnell sprossen. Wow. Leute, wir haben so viel, so viel, so viel. Wisst ihr, was wir tun? Wir schlagen eins mit dem anderen tot. Auf dem Seminar hören wir das, auf dem nächsten Seminar hören wir jenes. Dann versuchen wir beides mehr oder weniger gleichzeitig und schlagen eins mit dem anderen tot. Am Schluss hat nichts funktioniert und dann sagen wir, Herr, hat nicht geklappt. Lass doch mal fließen, was du in dir hast. Amen. Nach dieser Konferenz wollen wir E-Mails von euch allen haben. Dass jetzt die Zeichen und Wunder durch euch geschehen. Amen. Dass sie durch euch geschehen. Vor 2 Wochen haben die Teenager und unser Geschäftsführer, steht doch mal auf, Carsten, Susanne, steht doch mal auf. Ganz liebe Freunde von uns, Susanne, verfolgt uns seit 2003. Sie hat gebetet, Herr, Deutschland braucht diesen Mann, der muss nach Deutschland kommen. Der Herr hat es sehr ernst genommen und hat uns noch verheiratet, damit er wirklich häufig nach Deutschland kommt. Sie haben ein taubes Ohr geöffnet. Mit den Teenager-Töchtern.
Und noch ein paar andere Sachen haben sie getan. Halleluja. Viele Leute in die Geistestaufe geführt. Und so weiter. Halleluja. Was tun sie? Seit 2003 verfolgen sie uns. Sie kommen mehr oder weniger auf jedes unserer Seminare. Waren schon zweimal mit den Indien dabei. Halleluja. Hat auch Spaß gemacht, ne? Haben sich getraut und planen schon das nächste Mal. Klasse. Amen. Und haben gelernt, dass sie was in sich haben, was sie rauslassen können. Wohnzimmer wird inzwischen schon bald zu klein. Persönliche Evangelisation. Leute ins Wort geführt, Leute in die Geistestaufe geführt, zu Hause am Küchentisch. Die Teenager haben ihrem Lehrer wahrscheinlich sogar das Leben gerettet, damals in Italien. Ne? Haben da, der hat einen Herzschrittmacher mit Defibrillator gehabt. Und das Ding ist außer Takt gekommen und er ist mehr oder weniger zusammengebrochen auf den Treppen zum Campanile. Und die Mädchen haben vom Heiligen Geist gehört, legt ihm die Hände auf und Herr, Hände auflegen unserem Lehrer, Halleluja. Aber sie haben gehorcht, ne? Sie haben es getan, dürfen wir mal für sie beten. Haben es getan und der Mann springt so hoch und sagt, er ist wieder angegangen. Was bitte, wer, warum, angegangen? Ja, der Herzschrittmacher. Und normalerweise muss das sehr schmerzhaft im Krankenhaus wieder angeworfen werden, das Teil. Ne? Die haben mal kurz die Hände aufgelegt und zack. Und dann hat er gesagt, der liebe Gott hat anscheinend noch was vor mit mir, der katholische Lehrer. Ja, Halleluja. Genau. Weißt du, die Ströme fließen lassen, die Herrlichkeit fließen lassen. Sie erleben jetzt so viel. Also wir hören niemals Depressionen, wenn wir sie anrufen. Ein Gebetskreis bei Carl Zeiss als Patentanwalt. Halleluja. Es tut sich so viel, wenn du anfängst, mal rauszulassen, was du in dir drin hast. Zeichen und Wunder geschehen. Licht durchbricht die Nacht. Gefangene werden frei. Durch euch, durch euch, durch euch, durch euch, durch euch. Amen? Halleluja. Okay. Tröstet, tröstet mein Volk. Spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet und dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Eine Sache, die in Deutschland die Erweckung stoppt, ist immer noch unser Sündenbewusstsein. Wir denken immer noch an Hitler, wir denken immer noch an 6 Millionen Juden, wir denken immer noch an die Berliner Erklärung gegen den Heiligen Geist und so weiter. Und wir erlauben immer noch dem Teufel, das gegen uns zu benutzen. Sagt ihm, ruft ihm zu, dass seine Schuld abgetragen ist, dass dein Frondienst vollendet ist. Halleluja. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Deutschland hat genug gelitten, oder? Meinst du nicht? Und der Gott heute ist der Gott der Gnade. Halleluja. Er ist der Gott, der nicht will, dass du für irgendwas leidest. Er ist der Gott, der Jesus ans Kreuz geschickt hat, um zu bezahlen für jede Sünde, für die bei Hitler, für die sogar gegen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist tut Wunder. Halleluja. Was für eine Gnade. Wir wissen, es gibt eine Sünde zum Tod. Ne? Aber trotzdem, Gott ist sowas von gnädig. Wow. Wir haben vor 2 Wochen ein super Zeugnis. Es ist eines meiner Lieblingszeugnisse, die ich jemals erlebt habe. Eine ganz süße Schweizer Schwester, eine ganz liebe Frau. Auch über 60. Ganz apart, zart, weißhaarig, ganz süße Frau. Skoliose von Kindheit an. Im Gebet, also ich habe das so kurz mal erwähnt, ne, eben Diener Gottes kritisieren, wie gefährlich das ist, hat der Heilige Geist sie erinnert, dass ihr Vater immer schlecht gesprochen hat über Pastoren, über Gottesdiener und dass sie das auch immer wieder getan hat. Und sie hat verstanden, durch diese Kritik gegen Gottesdiener kam sie da unter einen Fluch. Deshalb ist sie schon von Kindheit an mit dieser Skoliose da geschlagen, behaftet gewesen. Was hat sie getan? Herr, vergib meinem Vater, Herr, vergib mir. Vergib uns dieses Richten von deinen Dienern. Und dann hat sie irgendwie gespürt, dass die Beine sich so verändert haben. Und sie hat eine Freundin, die ist Krankenschwester, und hat der gesagt, du, fass mal meinen Rücken an. Und die sagt, du, dein Rücken ist perfekt, der ist total gerade. Halleluja. Über 60 Jahre Skoliose. Dank. Nicht durch was, was wir getan hätten, was ich getan hätte. Sie hat erkannt, wie der Feind das bringen konnte. Ganz kurz, okay, Herr, sorry. Das reicht. Wir haben in Deutschland Buße getan für das Dritte Reich. Wir haben in Deutschland Buße getan für die Berliner Erklärung.
Das ist jetzt schon über 100 Jahre her. 2009 waren es 100 Jahre. Da sind ganz große Veranstaltungen gemacht worden, Buße zu tun. Das gilt jetzt nicht mehr. Halleluja. Der Frondienst ist vollendet, die Schuld ist abgetragen. Halleluja. Tiko te braboke te. Jetzt ist die Zeit für die Herrlichkeit Gottes in Deutschland. Taria braba katevo shikyam pora pari vendikitam. Gitora braba usenene kitchenburakia te. Halleluja. Gora prepe ke. Und es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Wisst ihr, was wir in Deutschland für Probleme haben mit Verdammnis? Für mich war eins der Hauptsachen, von denen ich frei werden musste, Selbstverdammnis. Diese Schüchternheit und dann auch Konfusion und diese Selbstverdammnis. Guck mal, was das Wort hier sagt. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Deutschland guckt schon evangeliumsmäßig noch etwas wüstenartig aus, oder? Es wird schon besser. Es hat sich echt was getan. Spürt ihr es? Es hat sich im Geist schon was getan in den letzten paar Jahren. Halleluja. Bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Das ist ganz interessant. Das heißt also, bahnt den Weg. Bahnt den Weg, das heißt eigentlich, räumt auf durch Beseitigung der Hindernisse. Bahnt den Weg, indem du die Hindernisse beseitigst. Weißt du, wenn ich so nach Deutschland komme, bin ich manchmal fast versucht, dem Teufel mal die Hand zu schütteln. Und ihm zu sagen, du hast echt gute Arbeit geleistet hier. Die Leute sind so weit weg von Gott. Es ist ganz selten, dass du mal jemanden erwischst, den du beim ersten Gespräch ernten kannst. Normalerweise baust du da, reißt du eine Festung nieder, die der Teufel aufgebaut hat, bei einem Gespräch. Dann schickt der Herr den Nächsten und er reißt die nächste Festung nieder. Weil der Feind so viel hier oben reingebaut hat. Aber stör dich da nicht dran. Weißt du, jedes Mal, wenn du deinen Mund aufmachst, jedes Mal, wenn du von Jesus redest, geht es ein Stück weiter bei der Person. Halleluja. Vielleicht müssen viele säen, vielleicht müssen viele Unkraut jäten, aber es wird der Moment kommen, wo irgendjemand erntet. Amen. Weißt du, und wenn du mit der Person gesprochen hast und der Person gesagt hast, hey, es gibt eine persönliche Beziehung, so und so geht's. Jesus, sei mein Herr, vergib meine Sünde. Der kann heute noch so gegen dich rebellieren. Was weißt du, ob er nicht morgen Nacht allein zu Hause es tut? Ich habe mich allein zu Hause bekehrt. Weil mir jemand durch Englo damals, habe ich gehört, was das Evangelium ist. Ich habe mich dort nicht bekehrt. Ich bin da gar nicht mehr hingegangen, weil ich mich so geschämt habe. Ich habe gespürt, irgendwas stimmt an mir nicht. Ich bin anders als die. Ich war total verschüchtert sowieso. Habe meiner Mutter gesagt, bring mir die Kassetten mit. Aber ich gehe da nicht mehr hin. Habe ich so 2, 3 Kassetten oder so gehabt. Und dann nachts einfach mal in der Krisensituation ganz allein zu Hause habe ich mich bekehrt. Du bahnst den Weg, indem du die Hindernisse beiseite räumst. Die Hindernisse in den Gedanken der Menschen. Ah, die Bibel, die ist doch so oft verändert worden. Nein, ist sie nicht. Die Juden haben da ganz genau drauf aufgepasst. Die ist ganz, ganz wunderbar überliefert. Das ist Gottes Wort, da hat er drauf aufgepasst. Echt? Jungfrauengeburt, nee, das war echt eine Jungfrau. Was auch immer, ne? Was auch immer sie dir daherbringen. Mein Opa hat damals gesagt, es kann doch kein Gott geben. Kann doch kein guter Gott sein, wenn der so grausam ist, so furchtbare Kriege zuzulassen. Er war 9 Jahre in Kriegsgefangenschaft und vorher eben Jahre auch als Soldat im Krieg. Ne? Ich konnte einfach Stück für Stück niederreißen und ihm Stück für Stück Liebe zeigen. Und er ist errettet worden. Sah am Anfang überhaupt nicht so aus. Der ist richtig hochgegangen wie eine Rakete, wenn ich was von Gott gesagt habe. Dann haben sie natürlich auch noch gedacht, ich wäre in der Sekte und so weiter. Ich musste halt Stück für Stück die Hindernisse aus dem Weg bahnen. Ne? Den Weg bahnen, Hindernisse wegräumen. Festungen niederreißen. Jo, du kannst es tun. Du kannst es. Der Heilige Geist gibt dir die Weisheit. Weißt du, was wir Deutschen tun? Wir geben zu schnell auf. Wir sind solche Perfektionisten. Jetzt habe ich dem das Evangelium gesagt und der hat sich nicht gleich mit Pauken und Trompeten bekehrt. Ich sage lieber nichts mehr, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Da sind vielleicht andere dazu berufen, aber ich doch nicht. Hallo, kommt euch das bekannt vor? Hey, du hast gesät. Und der Heilige Geist wird diesen Samen nehmen. Überleg dir mal, die Leute hören nur Negatives, die hören nur gegen Gott. Aber dieses eine Samenkorn, was du da reinsetzt,
Das ist so gewaltig, das wird aufgehen, das können die nie vergessen. Das können die niemals vergessen. Ich kann mich erinnern als Teenager, dass ich zweimal angesprochen worden bin auf der Straße. Ich habe mich nicht bekehrt. Wir sind ja so gut gelehrt worden, gefährliche Sekte und so weiter. Aber ich weiß heute noch, was die gesagt haben. Das ist ein Same, der nicht rausgerissen werden kann. Und du hast dieses Vorrecht, ihn zu säen. Halleluja. Überleg dir mal, was tun wir mit unserer Lebenszeit? Wir sind Sämänner, wir säen das Wort. Schäm dich doch nicht, wofür schämst du dich denn? Du hast das ewige Leben in deinem Mund. Wow. Du hast ewiges Leben in deinem Mund. Du hast Himmel oder Hölle für die Menschen um dich herum in deinem Mund. Überleg doch mal, was für eine Verantwortung, was Gott dir dazu getraut hat. Wow. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Wir haben in Deutschland viele Täler. Das Tal von Ich trau mich nicht. Das Tal von Selbstverdammnis. Eine Argentinierin hat meine Vision gehabt. Die hat gesehen, dass vom ganzen Planeten Finger ausgehen und anklagend auf Deutschland zeigen. Sie hat gemeint, es kann auch von Hitler herkommen. Aber wir sind Meister, immer uns selber anklagen. Habt ihr das schon erlebt? Wisst ihr, was ich als Kind und als Teenager getan habe? Ich habe mich immer selber geschlagen. Auf diese Art hier. Zack, irgendwie mal schnell einen hinten rein. Dann habe ich mich gekratzt und was habe ich noch alles getan? Bulimie, Anorexie, allen möglichen Schrott. Selbstzerstörung, Selbstanklage. Immer, immer, immer. Römer 8, Vers 1 und Vers 2. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Weißt du, wir kommen so viel rum, darum können wir erkennen, was in den verschiedenen Ländern so die Knackpunkte sind. Dich hält der Teufel hauptsächlich durch Selbstanklage gebunden. Du bist nicht gut genug zu predigen, weil. Was hast du denn schon zu geben, weil? Kannst du ihn das nächste Mal rausschmeißen? Wenn das nächste Mal diese Gedanken kommen, sagst du, hey, Römer 8, Vers 1, es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich bin in Christus Jesus und Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich werde diese Herrlichkeit jetzt fließen lassen. Teufel, sei still, ich werde jetzt beten. Teufel, sei still, ich werde jetzt predigen. Teufel, sei still, ich werde jetzt Zeugnis geben. Wirst du es tun? Es ist jedes Mal eine Überwindung. Wenn ich in die Krankenhäuser gegangen bin, jedes Mal musst du den inneren Schweinehund überwinden. Es gibt so einen Teil anscheinend tatsächlich, ich weiß nicht. Also jedenfalls ist es jedes Mal, brauchst du deine ganze geistige Kraft, ich gehe jetzt da rein, ich traue mich jetzt, ich tue es jetzt. Aber wenn du erstmal reingegangen bist, kommt so eine Salbung, kommt eine solche Herrlichkeit, dann ist es ganz egal, wenn die dich rausschmeißen. Der eine schmeißt dich raus, du gehst zum nächsten. Hab's euch erzählt, Anaconda ist 39 Male abgelehnt worden. Bis die 40. die letzte Person in diesem Krankenhauszimmer schließlich gesagt hat, okay, dann beten sie halt für mich. Und geheilt wurde und aus dem Bett sprang. Und all die anderen 39, bitte, 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 bitte beten sie doch für mich. Halleluja. Wenn er sich beim 39. hätte ablehnen lassen und sich in sein Eckchen gesetzt hätte, Herr, ich hab's ja versucht, aber siehst du, die wollen mich ja nicht und ich kann das ja nicht. Römer 8, Vers 1, schreibst dir ganz, ganz, ganz groß auf. Es gibt keine Verdammnis für dich. Du bist in Christus Jesus. Du bist sogar schon aus dem Tod ins Leben hinübergedrungen. Halleluja. Du bist nicht mehr länger geistlich tot. Du bist nicht mehr länger unter Verdammnis. Das Blut Jesu hat gezahlt für was auch immer du getan hast. Du bist frei. Dein Frondienst ist vollendet. Vorbei. Halleluja. Thank you, Jesus. Jedes Tal wird erhöht. Was hast du für Täler in deinem Leben? Was hast du für eine Vergangenheit in deinem Leben? Joyce Meyer hat eine recht scheußliche. Sie hat sie benutzt zur Herrlichkeit Gottes. Sie hat dieses Tal erhöht werden lassen und nutzt es, um damit Jesus zu dienen. Was ist das Tal in deinem Leben? Der Herr will es erhöhen. Amen. Diese alte Erfahrung, bringt sie dir immer noch Tränen?
Bringt sie dir immer noch innere Wut? Bringt sie dir immer noch, wenn du daran denkst, eine schlaflose Nacht? Wenn das so ist, dann lass mal Jesus ran. Lass mal den Heiligen Geist ran. Weißt du, ich kenne Leute mit einer solchen Traurigkeit, sagt der Heilige Geist, ich will ja heilen, aber sie lässt mich ja nicht ran. Tu das nicht, lass ihn ran. Halleluja. Jedes Tal wird erhöht. Die Unsicherheit, die Deutsche. Weißt du, wir sind eine ganz interessante Mischung. Einerseits sind da schon auch ein paar Berge da, die erniedrigt werden müssen. Ne? Der Berg von Stolz, Besserwisserei, Intellektualismus, der Berg von auch, ich habe meine eigene Auslegung, der Berg von ich brauche keinen, der mir hilft, ich kann das alles alleine. Da sind schon einige Berge auch in Deutschland da, die werden erniedrigt, mach dir keine Sorgen. Wenn du es dem Herrn erlaubst, bringt er dich in Situationen, wo er dir zeigt, bis wohin dein Berg der Erkenntnis gereicht hat. Halleluja. Das macht der Herr alles, ganz zärtlich und liebevoll. Brauchst keine Angst davor zu haben. Gott wird einen nie bloßstellen. Niemals. Weißt du, wenn du mit ihm in Kontakt bist, macht er das alles hier drin mit dir ganz alleine aus. Wenn du ihm nicht widerstehst, macht er das auf so eine süße, sanfte und zärtliche Art. Ich habe Leute gesehen, die in tiefer Sünde waren. Und wenn das prophetische Wort kommt und sie das angenommen haben, hat es Gott vollkommen versteckt und verborgen. Völlig. Aber ich habe andere gesehen, auch in Sünde, prophetische Wort kam, klar, knallhart und deutlich. Und die sind nicht umgekehrt. 2-3 Mal hat Gott so öffentlich prophetisch zu ihnen gesprochen. So, dass es die Leute nicht verstanden haben, aber dass es der klar und deutlich verstanden hat. Verhärtet, was hat Gott getan? Öffentlich ans Licht gebracht. Schande, Gemeinde kaputt, jahrelang ganz unten wieder durch und langsam wieder auf, anfangen aufstehen. Weißt du, du brauchst vor Gott keine Angst zu haben, solange du weich bist vor ihm. Halleluja. Du kannst hier, kann dich der Herr über irgendwas überführen, wie unsere Skoliose-Schwester. Die hat noch nicht mal geweint. Die hat nur gesagt, Herr, tut mir leid. Bitte vergib uns. Fertig, aus. Zack. Halleluja. Diese Höhen werden erniedrigt und die Täler werden erhöht. Wir haben eine interessante Mischung von Stolz und falscher Demut. Unsicherheit, Schüchternheit, Unfähigkeitsgefühlen. Ist eigentlich auch alles Stolz. Wenn du denkst, ach, das kann ich doch nicht, ist es eigentlich Stolz, weil du eigentlich Angst hast, dich zu blamieren. Der Herr wird all das eben machen. Weißt du, wie schön das ist, eben zu leben? Es ist so ein ruhiges Leben. Du musst nicht ständig Berge erklimmen und wieder den Täler runter. Halleluja. Wir sagen in Deutschland, das ist ein lustiges Sprichwort, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. Passt, stimmt wirklich. Also ich erlebe das. Ich erlebe das. Ich habe gesagt, Herr, wenn Paulus sich für dich zum Narren machen konnte, dann kann ich das auch. Der Paulus ist meiner Meinung nach ein Mann, dem man nacheifern kann, oder? Ein Drittel vom Neuen Testament geschrieben, gewaltige Offenbarungen. Was für ein Mann Gottes, wow, was für eine Umkehr. Der hat sich aber nicht verdammen lassen von seinem früheren Leben, ne? Amen? Hat er nicht. Der hat wirklich seine Position angenommen in Jesus und war bereit, sich zum Narren zu machen. Löwe und Lamm. Wenn die Höhen erniedrigt und die Täler erhoben werden, kannst du beides sein. Braucht auch ein Stückchen weit innere Heilung manchmal. Ist aber auch kein Problem. Brauchst du keine 20 Jahre Seelsorge. Da brauchst du den Heiligen Geist. Halleluja, Halleluja. Da brauchst du den Heiligen Geist. Er kann das alles ganz, ganz, ganz alleine. Ja, Seelsorge, kriegst mal einen Anstoß, betet mal jemand mit dir. Ich habe das am Anfang so gemacht, wenn mir der Herr was aufgezeigt hat, habe ich einmal nachts um 11 oder was unseren Ältesten angerufen. Du, ich habe mich daran erinnert, als ich ein Kind war. Wir haben ja Levitation gemacht. Das ist ja was ganz Dämonisches. Wir haben da jemanden auf den Stuhl gesetzt und zu zweit haben wir dann die Finger über den, so die Hände über den gehalten und haben die Hände gehoben und der ist geschwebt. Das habe ich ja auch gemacht. Da hat er gesagt, okay, dann komm zu mir, dann beten wir jetzt gleich mal zusammen drüber. Nachts um 11, preis dem Herrn. Aber das Gebet hat keine 5 Minuten gedauert. Sag dich los, bitte um Vergebung. Okay, ihr möchte raus in Jesus' Name. Finished, gute Nacht. Halleluja. So eine Art von Seelsorge mag ich.
Amen. Wo der Heilige Geist dir was aufzeigt, wo du bereit bist, Buße zu tun, das ans Licht zu bringen, wo du das Zeug rausschmeißt, fertig, aus. Amen. Streb darauf hin, dass du so eine Art von Seelsorge machst. Dass du den Leuten auch ruhig mal eine Liste von Bibelstellen gibst und sagst, okay, wenn du zum Arzt gehst, der sagt dir ja auch, nimm deine Medizin morgens, mittags und abends. Hier hast du deine Medizin. Bitte nimm sie, also indem du sie aussprichst, morgens, mittags und abends. Und dann nach 5 Tagen oder 10 Tagen oder 14 Tagen und wie auch immer, dein Antibiotika-Kurs da, wie heißt denn das, deine Dosis eben dauert, Zyklus, dann kommst du wieder zu mir. Das ist Seelsorge. Amen. Das ist das, was die Seele braucht, das Wort Gottes. Freigesetzt werden von den Einladungen, die sie gegeben haben, und dann Wort rein, Wort rein, Wort rein. Weißt du, wenn du einen Dämon rausschmeißt, versucht er mit 7 Stärkeren wiederzukommen, klar, ne? Also füll sie mit dem Wort Gottes, füll sie mit Lobpreis, dann hast du nicht viel Arbeit mit deinen Seelsorgefällen. Halleluja. Okay, also es wird wunderschön gerade werden, es lebt sich völlig ungeniert. Jedes Tal erhöht, jeder Berg und Hügel erniedrigt. Diese ganzen Festungen werden niedergerissen. Amen? Was erhebt sich so alles im Verstand gegen das Wort Gottes? Kennt ihr Ed Silvoso? Wer von euch kennt Ed Silvoso? Guckt euch mal im Internet an und ladet euch mal ein bisschen was runter von ihm. Der Ed Silvoso, Edgardo, Ed Silvoso, Silvoso. Das ist was. Ed Silvoso, Silvoso, V-O-S-O, Ed, einfach nur Ed, Ed Silvoso, Ed Silvoso. Der hat einen ganz starken Dienst von Festungen niederreißen. Viele, viele Jahre ist es her, da habe ich meine Predigt von ihm gehört. Und er hat gepredigt über Apostelgeschichte und was Jesus tun will. Und er hat gesagt, das und das, und mein Kopf hat gesagt, ja, aber. Er hat das nächste gesagt, mein Kopf hat gesagt, ja, aber. Ist doch eine Frechheit, oder? Kannst du dir das vorstellen? Da sitzt da was in deinem Kopf, das zum Wort Gottes ja, aber sagt. Ist das nicht eine Unverschämtheit? Wenn du Wort Gottes hörst, sollte alles in dir ja, Amen sagen. Nicht ja, aber. Als ich die Predigt gehört habe, habe ich gewusst, dass ich Befreiung brauche. Ich bin jetzt nicht irgendwo hin und habe gesagt, bete für mich um Befreiung. Ich habe gesagt, in Jesus Name. Verstand, du unterordnest dich dem Wort Gottes. Ich nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam zu Jesus Christus. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5 könnt ihr es lesen. Jeden Gedanken, alle Höhe, alles, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, nehmen wir gefangen. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam zu Jesus Christus. Du kannst es tun. Du kannst dir selber die Hände auflegen. Du kannst sagen, Verstand, du unterordnest dich dem Wort Gottes und dem Geist. Dem Geist Gottes und sogar meinem wiedergeborenen Geist, dem unterordnest du dich, du gehorchst. Du hörst jetzt hier auf, ständig dem Wort Gottes zu widersprechen. Zack. Einmal habe ich, war ganz süß, da war ich völlig konfus. Da habe ich so viel gearbeitet gehabt und so, und meine Gedanken gingen in alle Richtungen, ich konnte mich nicht konzentrieren. Und dann kam mir diese Bibelstelle und gesagt, in Jesu Namen, ich nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam zu Jesus Christus. Und dann habe ich eine Vision gehabt. Es war so süß. Das war so, im Wald hast du manchmal diese Futterstellen, ne? So ein Dächle da, ne? Genauso ein Dach wie dieses hier. Und dann saßen die ganzen Gedanken da drunter so. Einer neben dem anderen saßen so und haben mich angeguckt. Es war so süß. Die waren richtig gefangen genommen unter den Gehorsam. Und der Verstand war ganz ruhig und friedlich und alle saßen und okay. Halleluja. Die geistliche Welt ist sowas von real. Wenn du das Wort aussprichst, geschehen die Dinge. Du reißt diese Festungen nieder. Diese Geschichte da von wegen, die Herrlichkeit ist blockiert von diesen Dingern da in den himmlischen Welten. Du reißt das nieder im Verstand, was der Teufel aufgebaut hat in den Verständen der Menschen. Das ist die geistliche Kampfführung. Wie tust du das? Indem du die Wahrheit sprichst. Indem du den Heiligen Geist bittest, deine Worte zu salben und die Wahrheit reinsprichst. Überleg dir mal, du selber, wie viel mehr die Leute da draußen, wie viel wir beeinflusst werden von dem, was uns die Medien erzählen. Wir sagen, der Starke über dem Land. Ja, natürlich gibt es dann Starken. Wie arbeitet er? Er arbeitet durch das, was die Massenmedien dir erzählen. Wenn du jetzt als Deutscher in Deutschland lebst und nur
Medien anschaust aus einem anderen Land, wirst du anders sein als die normalen Deutschen. Wenn du jetzt aber dich verstandesmäßig mit dem Gleichen fütterst wie alle anderen, wirst du genauso sein wie alle anderen. Deshalb ist es so wichtig, dass du dich fütterst mit dem Wort Gottes. Amen. Und wenn da irgendwas in dir ja, aber sagt, in Jesus' Name, ich nehme jeden Gedanken gefangen, ohne den Gehorsam zu Jesus Christus. Und dem Gebet gibst du dann auch Beine. Das tust du dann auch. Ne? Zum Beispiel Taufe, ja, aber meine Familie, ja, aber mein Boss, Zehnten geben, ja, aber unser Bankkonto. Sagst, aha, ich habe dich ertappt, nimm mir den Gedanken gefangen und jetzt gebe ich meinen Zehnten und jetzt gehe ich und lass mich taufen. Hm? Das ist die Art und Weise, wie du die Festungen niederreißt, wie du alles, was sich erhöht, zerstörst. Halleluja. Kia probo shia pebe samba. Weißt du, das, was ich heute hier tue, ist jetzt nicht nur für euch, sondern es ist wirklich, was die Erweckung in Deutschland aufhält. Gott ist bereit. Gott ist bereit. Gott ist bereit. Er hält nichts zurück. Er hält nichts zurück. Alles ist schon gegeben worden. Was hat Jesus gesagt? Wie sehr wünschte ich, dass das Feuer doch schon brenne. Feuer ist auf die Erde ausgegossen. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Wie sehr wünscht er sich doch, dass es schon brenne. Er wünscht sich so sehr, dass du rausgehst als brennende Feuerflamme Gottes, als Diener Gottes. Alles ist da. Alles ist in dir. Diese Sachen hier stoppen es manchmal. Aber die kannst du ganz leicht, tack, Schalter umknipsen. Einen Schalter umknipsen. Das nächste Mal, wenn du von Kranken beten willst und der Teufel sagt dir, was du, sagst du, ja, ich. Wisst ihr, was der Teufel tun wird? Ohren anlegen, Schwanz zwischen die Beine und weg. Brauchst gar nicht mehr zu sagen als ja, ich. Er ist so gewöhnt dran, dass du sagst, ja, stimmt. Der fällt in Ohnmacht, wenn du sagst, ja, ich. Probier's mal. Mach's mal. Halleluja. Du hast mächtige, gesalbte Hände. Du hast Wunderhände. Ha, Halleluja. Du legst den Kranken die Hände auf und es wird gut mit ihnen werden. Deine Zunge ist eine Zunge der Befreiung. Deine Zunge ist eine mächtige Waffe, das Schwert des Geistes geht durch deine Zunge aus. Kiata, levede bekimba, ha, rubakita, ich kann es sehen in euch. Also ich kann sehen, dass richtig was aufsteht in euch. Spürt ihr es? Könnt ihr sehen, wie was runtergerissen wird? Spürt ihr es? Also wie du am Anfang hier warst und wie du jetzt bist, hat sich schon Großes verändert. Also ich kann jetzt sehen, dass viele von euch jetzt schon sagen, okay, wo ist der nächste Kranke? Es ist noch nicht ganz hier angekommen, das hast du noch nicht ganz gespürt, aber hier drin ist es schon. Halleluja. Amen. Erweckung in Deutschland. Erweckung durch dich. Amen. Amen. Carlos Anacondia, ihr kennt ihn, gewaltiger Evangelist, ist mal gefragt worden, wie entsteht Erweckung? Er hat gesagt, Herr, was soll ich denn da antworten? Weil, weißt du, die denken, ja, da gibt es Zeiten der Heimsuchung und was weiß ich was alles. Weißt du, was ihm der Heilige Geist gesagt hat? Erweckung wird geboren im Herzen eines Menschen und Erweckung stirbt im Herzen eines Menschen. Deshalb sagt die Bibel im Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Das heißt, bewahre deinen Geist, ne? Denn aus ihm fließen die Ströme des Lebens. Mehr als alles, was du sonst bewahrst, bewahre dein Herz. Dieser ganze Unglaube in Deutschland. Ja, das haben doch die auch schon getan. Das hat doch der auch schon gesagt. Das haben doch jene auch schon probiert. Der Teufel ist so hundsgemein. Kam eine tolle Bewegung, Wort und Geist. Die haben so toll angefangen. Die haben super Bücher übersetzt. Die wollten reinbringen Glauben. Die wollten reinbringen Christus in dir. Die wollten genau das Richtige reinbringen. Aber der Mann war ein Einzelkämpfer. Der wollte sich nicht einordnen, der wollte sich nicht unterordnen. Und ihr wisst es ja, ne? Wenn du in Afrika die Tierfilme siehst, ein Tier von der Herde abgesondert, leichte Beute. Das ist was Geschehenes. Und was tut der Feind?
Siehst du, die haben das gepredigt, sei vorsichtig mit dieser Lehre. Hat es mal wieder geschafft, den Glauben in Deutschland wieder ein Stück runterzuschrauben. Wollen wir ihm das erlauben? In Jesus' Namen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. Wir sind gerecht gemacht durch das Blut Jesu Christi. Amen. Und wir leben aus Glauben. Und zwar aus dem Glauben des Sohnes Gottes. Nicht nur aus unserem Glauben an ihn. Sehr viel mehr. Er hat ja seinen Glauben in uns reingelegt. Wir leben heute aus dem Glauben des Sohnes Gottes, der uns geliebt hat und der sein Leben für uns gegeben hat. Wow. Du brauchst dich noch nicht mal groß anstrengen, deinen eigenen Glauben aufzubauen. Wir leben aus seinem Glauben. Wenn wir ihm erlauben, in uns wirklich Freiheit zu haben. Das hofft er ja, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass er mal raus darf, ne? Wenn wir ihm das erlauben, sein Leben in uns zu leben, ist Glauben kein Problem. Petrus, okay, Herr, wenn du es bist, ruf mich. Komm. Dack, dack, dack. Dann hat er angefangen, auf sich selber zu schauen, auf den Wind, oder? Ich laufe auf Wasser, ich, der Wind. Schub. Solange du auf den Glauben des Sohnes Gottes in dir schaust, ist dir nichts unmöglich. Du hast schon alles. Du musst nicht darauf warten, dass Gott irgendwann mal in Deutschland irgendwas tut. Du bist derjenige, der es zustande bringt. Amen. Du bist der Stein, der die Sache ins Rollen bringt. Halleluja. Du bist der, der anfängt. Du bist der, der die Wunder tut. Und du lässt nicht mehr länger deine Zeit binden. Also das war ein starkes Wort, ich weiß nicht, für mehrere Gemeinden. Ne? Dass einige wenige Neubekehrte reinkommen und euch alle Zeit stehlen. No more. Das lasst ihr euch nicht mehr bieten. Ja? Ihr geht stark mit Wort, mit Salbung, mit Kraft rein und macht weiter, viele neue dazu zu gewinnen. Holy Spirit. Halleluja. Das Unebene soll zur Ebene und das Hügelige zur Talebene werden. Unebenes. Weißt du, wenn es uneben ist, dann guckst du einmal rauf und einmal runter. Hügelig. Wenn es uneben ist, dann schwankst du auf diese Seite und auf jene Seite. Das soll nicht hin und her schwanken zwischen zwei Meinungen. Und wenn es dann so ganz uneben nicht wird, dann schaust du mal in die Richtung und dann schaust du plötzlich in die Richtung. Dann guckst du mal auf die eine Lehre und dann guckst du auf die andere Lehre. Dann guckst du mal zu diesem Prediger und dann zu jenem Prediger und wirst total konfus. Und Jesus steht hier. Amen. Jesus steht hier. Richte den Blick auf Jesus. Du läufst den Lauf mit dem Blick auf Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, all die anderen Lehren, all die anderen Gottesdiener geben dir was dazu. Aber manchmal muss man hören, wie du selber redest. Wenn du zu viel über irgendeine Lehre oder irgendeinen Gottesdiener oder sowas redest, bist du schon in Gefahr. Dann bist du schon aus dem Gleichgewicht gekommen. Dein Hauptthema, Jesus, 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 Jesus. Wisst ihr, wie wichtig das ist? Es ist in keinem anderen Namen das Heil. Es ist uns kein anderer Name gegeben unter diesem Himmel, in dem wir gerettet werden können. Wow, nicht nur können, sondern sollen, sagt die Bibel. Es ist ja Gottes größtes Herzensanliegen, dass wir errettet werden. Und all die Menschen um uns herum. Dazu hat er uns den Namen Jesus gegeben. Behalte den im Auge, behalte den im Mund. Und du wirst gerade gehen. All dieses Crooked, all diese hin und her und wie ein Reed, wie heißt das, wie so ein Gras im Wind hin und her. Das wird weggehen. Deine Instabilität wird weggehen. Dein emotionales Auf und Ab wird weggehen. Jesus, gerade. Halleluja. In seiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Zu seiner Rechten ist Lieblichkeit und Leben immer da. Du brauchst nichts anderes als Jesus. In ihm ist alles, die ganze Fülle der Gottheit lebt in ihm leibhaftig. Wow. Und diese ganze Fülle der Gottheit lebt in dir. Wow. Und er hofft, dass du ihn heute Nachmittag rauslässt. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Komm, lass uns aufstehen. Holy Spirit. Jesus, ich danke dir so sehr für all diese wunderbaren Erweckungsträger. Ich glaube, das braucht eine Batterie, oder?
Hast du eine neue Batterie für mich? Holy Spirit, fang an, in Zungen zu beten. Das ist auch eine Art, wie du ihn rauslässt. Danke. Das ist auch eine Art, wie du ihn rauslässt. Halleluja, fang mal an, in Zungen zu beten. Fang an, in den neuen Sprachen des Geistes zu beten. Kura, Rika, Seka, Mojo, Mende, Lavariabosch, Pibikimba, Lavarabora, Shendrivikiti, Molavidiabu, Digadigasa, Logadibikatabrosha, Leberevidibishimbarabakate, Rukushiba, Lavarabokibibikimba, Nenkula, Bidibikadi, Buka, the Boka, Yaki, the Winga, the Boka, the Yandrib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 
Weißt du, der Teufel kommt in den Gedanken und spricht zu dir. Bei einigen hat er diese gleichen Gedanken in andere Münder gelegt, in andere Köpfe, in andere Münder. Und der Herr sagt dir, sieh nicht diese Menschen als deine Feinde. Sieh nicht diese Menschen an. Dein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Dein Kampf ist gegen die Mächte der Finsternis, gegen die geistlichen Mächte. So, diese Menschen sind eingenommen von diesen geistlichen Mächten. Deshalb konnte der Feind sie gegen dich gebrauchen. Aber jetzt wirst du sie einfach lieben. Du wirst sie segnen, du wirst sie lieben. Und du wirst einfach lachen. Wenn sie solche Sachen sagen, wirst du einfach lächeln und wirst sie weiter lieben. Und es wird sein, wie wenn eine Ente, wenn du Wasser auf eine Ente sprenkelst. Das perlt einfach ab. Also wenn die solche Sachen sagen, dann wird es dich jetzt nicht mehr verletzen, wie es dich bisher verletzt hat. Sondern du wirst einfach wissen, aha, hat der Feind wohl mal wieder seinen Mund aufmachen wollen durch sie. Aha, okay, wir segnen sie und wir reißen sie raus aus den Händen des Feindes. Wir reißen sie raus. Wir fordern diese Leute für das Reich Gottes. Wir fordern sie für Jesus Christus. Wir fordern sie. Wir fordern ihre Errettung. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Die Personen, die sowas für euch tun, sprich mal gerade jetzt den Namen aus. Der Herr will die ganz, ganz schnell erretten. Weißt du, der Herr lässt solche Dinge überhaupt zu, damit du erkennst, hey, die sind wirklich vom Feind beeinflusst. Ha? Damit du das siehst, was für Mächte an ihnen wirken. Und damit du diese Mächte schelten kannst. Du hast die Autorität in Jesus. Du kannst diese Mächte schelten und rauswerfen. Ha! Segne die Personen namentlich, gerade jetzt. Sprich die Namen aus. Es sind viele verschiedene Leute. Sprich die Namen aus und segne sie. Ruf sie rein ins Reich Gottes, Herr. All diese Leute, die sich vom Feind benutzen lassen, um uns zu blocken, um uns zu stoppen, um uns einzuschüchtern, oh, um uns zu verdammen. Herr, wir segnen sie. Wir sprechen Vergebung aus. Herr, wir vergeben ihnen, Jesus, so wie du es am Kreuz getan hast. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, wie der Feind durch sie wirkt und sie versucht, gegen uns zu benutzen. Sie wissen es gar nicht. Sie wissen es gar nicht. Herr, wir vergeben ihnen. Wir rufen Vergebung aus. Heiliger Geist, jetzt, fang an ihnen zu wirken. Fang an ihnen zu wirken. Herr, wir rufen sie rein ins Reich Gottes, in Jesus' Name. Wir rufen sie rein in Jesus' Name. Holy Spirit, take control. Halebekata, rukurembelewe katamba, levelevelewe tipa, tikatebukushumba, labroschebelewe pembam, kiriatrupumba. Holy Spirit, Herr, wir erklären ihre Errettung. Wir erklären ihre Errettung. Teufel, du lässt sie los. Du lässt sie los. Das war jetzt lang genug. Lang genug hast du sie benutzt gegen uns. Lang genug hast du diese Leute geblockt raus aus dem Reich Gottes. Jetzt fordern wir sie. Wir fordern sie. Herr, dein Wort sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du gerettet, du und dein ganzer Haushalt. Herr, wir nehmen diese Leute rein in unseren Haushalt. Wir nehmen sie auf unser Herz, in unseren Haushalt, in unserem Herzen hinein. Wir nehmen sie und wir fordern sie. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Herr, holabarabamba, rugoshipam, levesambam, Heiliger Geist. Und jetzt bitten wir dich um tiefe Heilung. Tiefe Heilung von allen Minderwertigkeitsgefühlen, allen Ablehnungsgefühlen. Nikura, Membala, Vassarem, Rugushpipa. Viele von euch sind schon im Mutterleib abgelehnt worden. Bei vielen ist das ein Grund, ein Tal, was dich immer wieder hat in ein Loch fallen lassen. Der Heilige Geist sagt nicht mehr länger. Der Heilige Geist sagt, ich habe dich gewollt. Halleluja, ich habe dich gewollt. Die Leute haben dich nicht gewollt, aber ich habe dich gewollt. Darum habe ich dich geschaffen, weil ich Pläne habe für dich, weil ich eine Zukunft für dich habe, Hoffnung habe für dich. Jetzt, jede Ablehnung, jeder Geist von Ablehnung, wir schelten dich raus aus dem Leben. Der Herr sagt, du bist mein Geliebter, du bist meine Geliebte, du bist angenommen, akzeptiert in dem geliebten Jesus Christus, in meinem geliebten Sohn. Bist du akzeptiert und angenommen? Jeder Geist von Ablehnung, deine Zeit ist vorbei. Du bist ein Lügengeist. Du bist ein Lügengeist und du passt nicht zu uns. Du gehörst nicht rein in einen Tempel des Heiligen Geistes. Wir rebuke you, wir schelten dich. Raus. Jede Ablehnung, raus. Ablehnung, Selbstablehnung. Tu mal Buße, wo du dich selber abgelehnt hast. Jesus, vergib mir. Jesus, vergib mir. Ich habe mich selber abgelehnt. Jesus, vergib mir. Ich habe immer das und jenes an mir hässlich gefunden, das und jenes an mir schlecht gefunden. Ich habe immer gegen mich gesprochen, manchmal sogar gegen mich gehandelt. Jesus, vergib mir. Vergib mir, Herr, ich habe deine Schöpfung kritisiert. Herr, ich bin das Werk deiner Hände. Ich bin dein Gedanke. Ich bin dein Geschöpf. Ich bin dein Gedicht, dein Poem bin ich. Ich bin dein Geschöpf, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, Herr. Und ich habe dich kritisiert, indem ich mich kritisiert habe. Vergib mir. Vergib mir, vergib mir, vergib mir. Vergib mir, Jesus.
heute nehme ich mich an, so wie du mich geschaffen hast. Sag sie mal, Jesus, heute nehme ich mich an, so wie du mich geschaffen hast. Heute akzeptiere ich mich, so wie du mich geschaffen hast. Danke, Jesus. Du machst keinen Mist. Du machst nur Gutes. Du bist ein vollkommener Gott. Du hast mich vollkommen geschaffen. Danke, Jesus. Ich höre auf, mich selbst kaputt zu machen. Ich werde jetzt mit dir zusammenarbeiten, um die volle Schönheit hervorzubringen, die du in mich gelegt hast. Ich werde mit dir zusammenarbeiten, um all die guten Werke zu tun, die du für mich geplant hast. Du hast mich zu einem Erweckungsträger gemacht, zu einem Wunderwirker gemacht, zu einem mächtigen Tempel des Heiligen Geistes gemacht. Du hast mich zu einem Gottträger gemacht. Danke, danke, danke. Ich nehme das an. Ich nehme das an. Halleluja. Ich nehme das an. Danke, Jesus. Und da, wo mich der Feind verdammt hat, auch mit Krankheit, sage ich jetzt Schluss. Teufel, deine Zeit ist vorbei. Da, wo ich Krankheit angenommen habe in meinem eigenen Verstand, da, wo ich die Lüge geglaubt habe, dass das ja ganz normal ist, dass ich diese Schmerzen habe, das sage ich heute nein. Nicht länger. Nicht länger. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Die Kraft Gottes ist in mir. Die Heilung Gottes ist in mir. Ich akzeptiere diese Schmerzen nicht länger. Ich bin geheilt in den Striemen Jesu. Jesus hat sein Blut vergossen für meine Heilung, für meine Befreiung. Ich nehme es jetzt an. Ich empfange jetzt Heilung. Danke, Jesus. Du hast schon alles getan, was dazu nötig ist. Ich brauche dich gar nicht mehr zu bitten. Du willst, dass ich gesund bin. Du willst, dass ich in voll Besitz meiner Kräfte bin. Ich will es auch. Danke, Jesus. Und gerade jetzt sage ich jeder Krankheit, sage ich jedem Schmerz, raus aus meinem Körper. Raus aus meinem Körper. Raus aus meinem Körper. Raus aus meinem Körper. Sprich mal den Namen von dieser Krankheit. Diese unverschämte Krankheit, die da meint, sie hätten Recht in dir zu wohnen. Raus damit. Sag den Namen und sag ihr raus. 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 Herzrhythmusstörungen. Raus. Rückenschmerzen. Raus. Diese Lendenwirbelsäule, Schmerzen, raus, hier unten. Bist du das, Anne? Hast du da was? Hier unten, irgendjemand hat hier unten was. Diese Schmerzen hier unten, das geht heute. Das geht heute. Du, raus in Jesu Namen. Das geht heute in Jesus Name. Lendenwirbelsäulen, Schmerzen, raus in Jesu Namen. Heute Heilung. Heute Heilung. Heute Heilung. Was auch immer dieses Ding ist, was dich quält. Dieses Magengeschwür. Raus. Dieser nervöse Magen. Raus in Jesu Namen. Sei geheilt. Sei geheilt. Sei geheilt. Sei geheilt. Sei geheilt. Diese Spannungskopfschmerzen, diese Spannungsnackenschmerzen. Gerade jetzt. Sei geheilt. In Jesus Name. In Jesus Name. In Jesus Name. Diese offene Wunde, die immer wieder nässt, in Jesu Namen, sei geheilt, sei geheilt, sei geheilt, sei geheilt. Was auch immer dich quält, schmeiß es raus. Schmeiß es raus, schmeiß es raus. Egal, ob ich sage oder nicht, schmeiß es einfach raus. Schmeiß es raus. Schmeiß es in Jesus, nimm raus. Teufel, deine Zeit ist vorbei. Wir brechen alle Flüche. Wir brechen alle Flüche. Wir brechen auch jedes Blutopfer. Du bist besiegt in Jesus, nimm raus. Durch das Blut Jesu.
durch das mächtige Blut Jesu. Alles Rheuma, Arthritis, Arthrose, jede Art von Gelenkschmerzen, oh, jede Art von Lähmungserscheinungen, jegliche Art von Lähmungserscheinungen, ich schelte das in Jesus' Name. Jede Art von Nervenproblemen, ich schelte das in Jesus' Name. Sei geheilt, sei geheilt, sei geheilt, sei geheilt, sei geheilt. Raus, alles raus, alles raus, alles raus, alles raus. Jede Art von Krankheit raus. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Jede Art von Geschwüren, jede Art von Gewächsen, Geschwüren. Alles, was in deinem Körper nichts zu tun hat, raus in Jesus' name. Wir befehlen jeder Zelle deines Körpers, perfekt zu sein. Jede Zelle deines Körpers, wir befehlen ihr, perfekt geheilt zu sein. In Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Halleluja. Jetzt probier mal aus, beweg dich mal. Da, wo du Schmerzen gehabt hast, da, wo du irgendein Problem gehabt hast, was du nicht tun konntest, mach mal. Probier mal. Ist okay? Besser? Noch nicht ganz? Besser? In Jesus' name. In Jesus' Name, Heiliger Geist, ganz und gar, ganz und gar, ganz und gar. Ich komme mal zum Hände auflegen. Wie schaut es denn bei euch aus? Probiert es mal aus. Probiert es mal aus. Probiert es mal. Genau da unten, ne? Hier, ne? In Jesus. Da weiter oben. Okay, Holy Spirit. Betet mit, kommt, Hände strecken. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus, Herr. Dein Wort sagt, den Kranken legen sie die Hände auf und es wird gut mit ihnen. Danke, Jesus. Es wird ihnen wohlergehen. Sie werden geheilt in dem mächtigen Namen Jesus Christus von Nazareth. In dem mächtigen Namen Jesus. In dem mächtigen Namen Jesus. Gerade jetzt, gerade jetzt, gerade jetzt, Heiliger Geist. Danke, Herr, für deine Kraft. Danke, Herr, du durchflutest. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Jeder Schmerz raus jetzt. In Jesus' Name. Die Wirbelsäule ganz perfekt. Ganz perfekt. Ganz perfekt. Ganz perfekt. Jeder Wirbel ganz perfekt. In Jesu Namen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Ganz perfekt. Danke, Herr. Halleluja. Nochmal? Okay, aber es tut weh. Warte mal, genau. Du dienst dem Herrn und... Aha. In Jesus' Name. Halleluja. Okay, wir haben jetzt überhaupt keine Zeit gehabt, also über Heilung zu lehren, aber trotzdem, der Herr will nicht damit warten, dass ihr euch rumquälen müsst, bis wir bis morgen gewartet und gelehrt haben. Ihr wisst ja schon so viel. Bei wem ist gerade was weggegangen? Eins. Okay, tut mir richtig schön. Eins, zwei, drei. Guck mal, ohne dass wir... Nicht so, schon so. Ohne dass wir gelehrt hätten drüber, hat der Heilige Geist doch schon so viel getan. Aber was ich vor allem gesehen habe, ist, dass viel Verdammnis weg ist und dass richtig was, richtig eine schwarze Brühe von euch weggeflossen ist. Wer konnte das spüren? Ja, siehst du, das hat der Herr getan. Genau, er hat euch im Geist und auch im Körper gereinigt. Ihr könnt jetzt klarer sehen im Geist. Ich habe gesehen, wie euer Geist richtig aufgestanden ist und stärker geworden ist während der Lehre. Wer hat gespürt, dass sich was getan hat mit dieser Selbstannahme, mit dieser Verdammnis? Schauen wir so viele. Wow, danke, Heiliger Geist. Ihr habt richtig drin gespürt, dass sich was geändert hat, dass was passiert ist. Danke, Jesus. Ich sag euch, ihr seid solche mächtigen Erweckungsträger. Der Teufel hat solche Angst vor euch. Deshalb hat er versucht, euch immer runterzudrücken. Ihr wisst jetzt, was ihr tut, ne? Wenn dieses Ja, Aber kommt, Mund aufmachen. Es reicht nicht nur, dagegen zu denken. Ihr müsst dagegen reden, okay? Das Wort, das Schwert des Geistes losschicken. Dagegen zu reden. Nee, Teufel, ich bin geheilt. Nein, Teufel, ich bin angenommen. Ich bin akzeptiert in dem Geliebten. Nein, Teufel, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist, der mir gegeben ist. Halleluja. Amen. Heute Nachmittag... Schnell rennen, dass ihr noch was zu essen kriegt und euch ein paar Kranke suchen oder euch ein paar Leute suchen, die ein paar Hände auf sich brauchen, ein paar Leute suchen, die eine Prophetie brauchen, ein Wort der Erkenntnis brauchen. Lasst fließen, was ihr habt. Amen. Wir wollen kein stinkendes Gewässer in uns haben, wir wollen frische Ströme haben, die die Wüste zum Blühen bringen. Amen. Und bringt die Leutchen mit, seid gesegnet, bereitet euch vor auf heute Abend.
ihr kennt meinen Mann als Prophet. Er möchte, dass ihr richtig stark und bereit seid im Geist. Also nehmt euch richtig schön auch eine Zeit, betet in Zungen, das könnt ihr überall unterwegs machen, könnt ihr auf dem Klo, unter der Dusche, beim Abspülen, beim Laufen, beim Essen auch zwischendurch kurz mal. Betet viel in Zungen, dass ihr im Geist vorbereitet seid. Je mehr ihr bereit seid, umso tiefer kann er gehen, umso mehr kann er euch geben. Amen. Seid gesegnet. Ich liebe euch. Bless you.